Also wie gesagt, wenn es darum geht, wie sehr ich dieses Event bereits verarbeitet habe, bin ich bei so einer 1,5 oder so. Ich weiß noch nicht, was da alles abgegangen ist. Ich trage mein Holloway-Hoodie auf jeden Fall mit voller Überzeugung, Alter. Ich glaube, so stolz habe ich den noch nie gerockt. Aber nicht nur der, Mann. Was ist da alles abgegangen? Also ich weiß nicht, wie weit ihr dieses Event gestern geschaut habt. Es gibt ja viele Leute, die auf The Zone schauen, dementsprechend so ein bisschen später erst eingestiegen sind, die Early Prelims nicht schauen konnten. Auch da habe ich noch mal ein bisschen rekapituliert, ging es schon so geisteskrank ab. Als er Bobby Green gegen Jim Miller war zum Beispiel ein richtiger Banger, war im Vorhinein kein Kampf, auf den ich so extreme Erwartungen und Vorfreude hatte, für den ich Erwartungen hatte, auf den ich Vorfreude hatte. Aber der hat auch zum Beispiel richtig geliefert. Gegen Ende wurde er ein bisschen einseitig, aber Jim Miller ist beim besten Willen nicht weggebrochen. Wir haben so, so viele krasse Kämpfe gesehen und dementsprechend so viel, über das wir, dass wir sprechen können. Es wird, das kann ich direkt sagen, kein Stream oder kein Recap wie sonst. Ich habe mir nicht eine Notiz gemacht. Ich werde alles versuchen, aus meinem Gedächtnis irgendwie zu rekonstruieren. Und während man live streamt, nebenbei noch einen Chat im Blick hält, mit einem Kumpel redet, da ist halt nichts mit, ja, sich alles notieren und auch nicht sich alles merken. Aber das wird ein emotionsgesteuerter Stream. Ich glaube, auch das ist mal eine ganz coole Sache. Lasst uns, auch wenn ich sofort Bock habe, über diesen verrückten Poatan-Knockout und vor allem über Gaethje zu reden, also über Holloway, vor allem über Holloway gegen Gaethje. Ich weiß nicht, ob ihr, vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die nicht live gesehen haben, also könnte ich vollkommen verstehen, oder zumindest irgendwie mit Freunden geschaut haben, nicht im Stream waren, aber ja, jetzt sonntags hier abends einschalten, könnt ihr mal auf die sozialen Medien gehen, TikTok, Instagram ist hochgeladen, die Reaction um 7 Uhr morgens bei diesem Knockout war, ey, war wirklich crazy, Mann. Wirklich, ich kam gar nicht drauf klar. Ich habe selbst natürlich nicht gesehen oder in die Kamera dabei geschaut und mir so mal angeguckt. Ich habe einfach so wild gefuchtelt, während Gaethje gefallen ist, weil ich nicht wusste, wohin meine Energie. Könnt ihr gerne mal zusammenfassen, wie ihr, ja, meint, reagiert zu haben. Man schaut sich ja, wie gesagt, dabei nicht selbst zu oder filmt sich, zumindest machen das die meisten Leute nicht, ist ja ein Ausnahmezustand, den wir da hatten. Lasst uns dementsprechend einfach mal anfangen. Wir gehen das jetzt so ein bisschen an wie in sonstigen Stream auch, schauen uns hier die Kämpfe einfach nur kurz. Gut, dann habe ich ein paar Sachen auf Twitter mir rausgesucht, die zum einen oder anderen Kampf relevant sind. Aber versuchen wir, wie gesagt, jetzt ohne Notizen zusammenzufassen, was da gestern abgegangen ist. Und der Opener Figueiredo gegen Cody Garbrandt war direkt ziemlich krass, muss man einfach sagen. Wir haben zu 8 geschaut und bei Holloway sind wir komplett ausgerastet. Ja, zu 8 klingt sehr, sehr schön. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja, ich habe den Clip hochgeladen. Können wir von mir aus kommen? Den schauen wir jetzt mal auf Anhieb. Dann habt ihr hier meine Reaction. Also für die Leute, die das nicht live gesehen haben, können wir gerne mal, es wird mich ja auch selbst belustigen, können wir uns gerne mal anschauen, wie Royem und ich da eskaliert sind. Also, das war wirklich, was war das für ein Knockout? So ging es bei uns ab. Deswegen wird er der BMF. Oh, sorry, ist ein bisschen sehr laut für euch. Also wie ich da mit meinen Händen fuchtel, ist einfach, ja, ich wusste nicht, was abgeht. Aber wäre es nicht 7 Uhr morgens und würde ich irgendwie in einem Einfamilienhaus leben oder so, wäre ich auch noch so viel lauter gewesen, glaube ich. Ich hatte schon durchgehend im Hinterkopf, dass ich nicht alleine lebe. Alter. Noch einmal. Deswegen wird er der BMF. Was? Ja, schöne Bilder auf jeden Fall. Ja, good times. Aber wir waren bei Figueiredo gegen Cody Garbrandt. Eins nach dem anderen. Hier war direkt schon ein kleiner Spoiler. Ja, Figueiredo gegen Cody Garbrandt war direkt ein super Opener. Ich glaube, der Kampf war zu Beginn ein bisschen abwartender, als ich es erwartet hatte. Genau, ja, erinnere ich mich. Die sind nicht wild schwingend aufeinander losgegangen. Und ich glaube, beide haben eigentlich ganz gute Hände hier und da mal gelandet. Trotzdem nie so super.
Also niemand mit extrem vielen Händen. Runde 1 würde ich sagen, noch relativ ereignislos. UFC 300 ist nicht direkt im Vollgas gestartet. Aber wäre ja auch dumm, wenn man da wirklich komplett kopflos in den Gegner rennt. Und ab dem Moment, wo Figueiredo halt ins Grappling kam, wurde das eine eindeutige Sache. Wir sehen ja auch hier Submission. Cody Garbrandt wirklich in vielen Problemen. Eine Arm-Triangle war es, an die ich mich erinnere. Ein Backtake, ein Rear-Naked-Choke. Also ja, dominant über Grappling geholt. Und man muss wirklich sagen, Respekt davor, dass der sich so im Bantamweight anpasst. Ich hatte ja wirklich so ein bisschen Bedenken, ob der körperlich im Bantamweight klarkommt. Natürlich war mir immer bewusst, Fliegengewicht, harte Cuts gemacht. So ein richtiges Fliegengewicht war er nie. Er war ein richtiger Weight-Bully im Flyweight. Aber diese 10 Pfund in so einer kleinen Gewichtsklasse sind halt wirklich viel. Deswegen dachte ich, der könnte gegebenenfalls im Bantamweight ein bisschen zu klein sein. Aber schlägt sich super gegen Rob Font, schon gesehen. Die Knockout Power kommt wirklich gut auch im Bantamweight an. Und vor allem im Grappling wird sowas halt besonders klar, dass man körperlich mithalten kann, wenn man da Leute, fairerweise, die es auch mal ins Flyweight geschafft haben, aber trotzdem, wenn man ein Bantamweight, Cody Garbrandt ist kein Flyweight, ist ein Bantamweight, gut reagieren kann, dann kommt man körperlich mit klar, kontrollieren kann, so. Wie gesagt, nicht viel geschlafen. Starke Performance auf jeden Fall von Figgy. Dana meinte im Nachhinein tatsächlich auch, dass er inoffiziell auch noch es sich um ihn gekümmert wird, damit der einen schönen Abend haben wird. Also es hieß so, dem wird wohl auch so ein bisschen bisschen Bonus gegeben worden sein. 300.000 waren es dann wohl nicht, aber vielleicht hat er 20.000, 25.000, was auch immer bekommen. Nette Geste, safe. Bobby Green gegen Jim Miller, ja, wie gesagt, war ein komplett geisteskranker Kampf. Ich fand, Jim Miller ist viel besser in den Kampf gekommen, hat Bobby Green keinen Platz gelassen, hat da direkt die Nahdistanz, ist in die Nahdistanz gegangen, hat die Distanz verkürzt und es zu Beginn geschafft, Bobby Green nicht in dieser Distanz kämpfen zu lassen, die er will. Ist ja der bisschen größere. Kann man gerade schauen, wie viel größer. Aber er steht vor allem auch viel aufrechter und will halt seinen ganzen Jab ausfahren können. Ja, 5 cm größer ist schon ein bisschen was. Zu Beginn war Jim Miller voll im Vorwärtsgang. Das hat gut funktioniert. Aber mit der Zeit ist er so ein bisschen runtergefahren. Den einen oder anderen Jab und so, die eine oder andere Gerade hat er sich halt doch abgeholt. Vermutlich war es das. Und ja, wir haben, oder die Leute, die es gesehen haben, halt gesehen, der hat ja mit der Zeit richtig geblutet, zu Beginn einen Cut auf der Wange geschlagen bekommen, sah übel aus, an sich nichts Schlimmes, weil da nicht direkt Blut reinläuft, aber mit der Zeit wurde auch einer überm Auge aufgeschlagen, die Nase hat gesuppt, also der hat halt richtig Schaden genommen mit der Zeit, weil er es nicht geschafft hat, so konstant seinen Druck aufzubauen, Bobby Green immer besser in seinen Flow-State gekommen ist. Ich würde fast sagen, in der ersten Runde kam da schon so der Switch, aber spätestens Runde 2 und 3 waren dann halt wirklich Bobby Green-Runden und fortlaufend besser kam der da rein. Es war ja auch, war das Ende von Runde 2 oder Ende von Runde 3, aber es gab auf jeden Fall eine Szene, in der man auch dachte, Jim Miller wird aus diesem Kampf geholt. Ich glaube, es war Runde 3 tatsächlich Ende dieses Kampfes, in dem Bobby Green auch wirklich hart das Ground and Pound landet, Ellenbogen in dieses bereits blutverströmte Gesicht ballert. Aber Jim Miller ist halt ein sehr, sehr tougher Hund, wird auch aus diesem Kampf nicht rausgeholt. Und ja, verliert aber ganz klar nach Punkten. Also Runde 1 hat er, glaube ich, auch abgegeben, Runde 2 und 3 garantiert. Man könnte sich vermutlich auch über 10-8 Runden unterhalten. Ganz dominantes Ding von Bobby Green. Aber genau, er hat hat bei UFC 100 bereits gekämpft, UFC 200 gekämpft. Die Kämpfe hat er gewonnen, heißt es gerade im Chat. Und die Story bei Jim Miller war doch irgendwie vor allem, dass er auch bei diesem Event teilnimmt. Und klar will der natürlich dann auch siegreich sein, möchte da nicht als Verlierer hervorgehen, aber die Teilnahmeurkunde hat er bekommen. Grüß dich, Duco, würde ich jetzt mal sagen. Lese ich zum ersten Mal den Namen im Chat. Ja, keine Ahnung, natürlich ärgerlich. Ich hätte es Jim Miller auch viel mehr gegönnt. Ich finde ihn deutlich sympathischer als Bobby Green. Aber er war klar unterlegen. Das war kein knappes Ding, über das man sich streiten kann oder so. Bobby Green ganz verdient gewonnen. Auf jeden Fall direkt ein sehr, sehr actiongeladener Kampf. Ich finde, die Begeisterung konnte ich gerade nicht transportieren oder irgendwie wiedergeben. Der hat direkt richtig eingestimmt. Es war direkt ein richtig, richtig guter Kampf. Green gegen Miller. Hey, wir können ja jetzt schon mal über die Boni reden. Ich meine, das ganze Event haben wir bereits geschaut. Holloway hat richtig abgesahnt, hat den Performance of the Night Bonus bekommen, sowie den Fight of the Night Bonus gemeinsam mit Gaethje. Und einen weiteren Performance of the Night Bonus hat Jiří Procházka bekommen. Wirklich, da spricht nicht einfach nur meine bisschen enttäuschte Sicht heraus, die für Rakic geroutet hat.
Ich verstehe es nicht ganz, dass man Jiri den Bonus gibt auf dieser Karte. Vor allem finde ich wirklich, es gab einige Kämpfe, die auch erwähnt hätten werden können, die gegebenenfalls auch so einen Bonus verdient hätten. Hier stand gerade im Chat, dass Dana sehr gütig gewesen war. War er natürlich, weil er sich hat überreden lassen, diese 300k-Boni auszuzahlen. Fairerweise wurde er auch auf einer Pressekonferenz sehr medienwirksam darauf angesprochen. Und ich glaube, deswegen war er so ein bisschen gezwungen. Mit diesen sehr saftigen Boni hat er dann, finde ich, schon so ein bisschen gegeizt. Und ich komme gerade auf den Gedanken, weil ich finde, Bobby Green und Jim Miller hätten auch schon erwähnt werden können, wenn es um Fight of the Night geht, wenn man da mehrere pickt. Also das war wirklich direkt ein richtig guter Kampf. Da kam krassere, da denke ich an Rakic und Jiri, aber sehr starker Kampf auf jeden Fall. Andrasch gegen Rodriguez, Split Decision. Ich komme nicht mehr drauf, Runde für Runde zu bewerten und dazu sagen, wen ich vorne hatte. Vielleicht hat einer im Stream noch im Kopf, was ich gesagt hatte, das weiß ich gar nicht mehr. Was auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, ist so ein bisschen der ganz generelle Kampfverlauf. Und der war definitiv, dass Marina Rodriguez deutlich besser in diesen Kampf kam. Hat ihre Reichweite krass ausgespielt. Ich meine, Jessica Andrade ist 1,55 klein, sie ist 1,68 groß, Marina Rodriguez. Also da war ein richtig deutlicher Größenunterschied zu sehen. Und damit einhergehend eben auch einen Reichweitenvorteil, den hat Rodriguez richtig gut ausgespielt. Und Andrasch zu Beginn voll viel ins Leere laufen und schwingen lassen, der richtig viele sehr knackige Geraden vor den Kopf gejagt. Dieser Jab, generell auch dieser Punch von Rodriguez kam richtig schön, gerade, knackig, präzise durch die Mitte, nicht ausgeholt, nicht overswingt, sich nicht in so eine Ballerei verwickeln lassen. Aber sie hat es halt nicht geschafft, 15 Minuten dieser Andrasch aus dem Weg zu gehen und die so zu zerlegen. Es gab immer wieder Momente, in denen Andrasch mit ihren wilden, aggressiven Haken doch mal in die Nahdistanz kam. Es hat ein bisschen gedauert, bis es das erste Mal der Fall war. Als es dann stattfand, hat sie halt sofort gezeigt, dass sie deutlich mehr Schlagkraft hat. Und Marina Rodriguez sofort durchgewackelt. Also es war nicht so, dass die richtig auf Chicken Legs war und versucht hat zu raffen, wo sie gerade ist. So. Aber du hast gesehen, ihr Kopf war, ihre Mimik war so ein bisschen auf Pokerface. Trotzdem hast du da Sorge durchgesehen. Sie war im Rückwärtsgang, die musste sich erholen von diesen Treffern. Und ab dem Moment hat Andrasch halt so ein aggressives Mädel, wie sie ist, Blut geleckt, ist darauf zugerannt und hat natürlich weitere Schwinge gelandet. Also wurde eng in ein paar Momenten. Andrasch viel näher am Finish als Rodriguez, generell trotzdem so ein bisschen erfolgreicher gestrikt, über die 15 Minuten hinweg gesehen, wenn es um reine Zeit geht, sage ich mal. Rodriguez, aber wir wissen, wir bewerten dann nicht, wer strikt länger erfolgreicher, sondern wer strikt generell effektiver. Das war schon Andrasch. Ich weiß nicht, wie ich es rundenbasiert, ich kann es nicht rundenbasiert zusammenbekommen. Gab es zwei Runden, in denen Andrasch Marina Rodriguez richtig in Bedrängnis hatte? Wenn das der Fall war, dann vermutlich verdient, der den Kampf zu geben. Keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt. Split Decision spiegelt es ganz gut wider. Ey, die haben sich beide super verkauft. Sehr guter Frauenkampf auch. Wirklich, wir können ganz generell mal zu UFC 300 sagen, kein Kämpfer hat irgendwie abgesagt, keine Ahnung, irgendeinen Skandal gehabt, Dopingkontrolle abgegeben, das Gewicht nicht geschafft. Wir hatten nicht einen Kämpfer, der das Gewicht nicht gepackt hat. Und wir hatten nicht einen Kampf, der underperformed hat, der nicht delivered hat. Alle Kämpfe waren geil. Es war so ein krasses Event, Mann. Ich muss wirklich mal mir mehr Mühe geben, da meine Begeisterung von heute Nacht auch einen Tag später noch hier irgendwie zu versuchen, über dieses Mikrofon zu transportieren. Es war ein großartiges Event. An der Stelle vielleicht nochmal, auch dieser Frauenkampf, richtig, richtig gut. Also, wenn das ein Main Event von irgendeiner Fight Night gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, ja, ey, stabile Fight Night, gutes Main Event, hat Spaß gemacht. Das ist wirklich ein sehr stabiler Kampf da, mitten auf den Early Prelims. Und natürlich gerät er in Vergessenheit, weil will ich jetzt so tun, als ob Andrasch gegen Rodriguez so krass war wie Holloway gegen Gaethje, beim besten Willen nicht. Aber es waren Banger, wirklich, es waren richtig gute Kämpfe, durchweg. Lopez hat auch einen Performance of the Night Bonus bekommen. Okay, stark, das freut mich. Ich glaube aber, hatte nicht Dana nur gesagt, er kümmert sich auch um die. Er meinte, dass er sich, dass er sich um Figueiredo, Moicano und Kayla Harrison kümmern wird, dass die auch eine gute Nacht haben werden. Also die haben nochmal inoffiziell auch noch so einen kleinen Bonus bekommen.
Nee, ich habe den Co-Main-Event noch nicht geschaut. Ich werde es dementsprechend auch ganz offen einfach hier schildern, wie ich ihn erlebt habe. Da war auf jeden Fall ein bisschen die Luft raus bei mir. Aber erstmal sind wir bei Jalen Turner gegen Renato Moicano. Überraschend für mich, dass Moicano diesen Kampf gewonnen hat. Wie lief der denn nochmal? Jalen Turner hat die erste harte Hand gelandet und Moicano ganz früh in Bedrängnis gebracht. Moicano hat früh daraus resultierenden Takedown geholt. Und dann? Oh, Scheiße. Deswegen mache ich mir Notizen. Wie lief denn dieser Kampf? Ground and Pound finde ich auf jeden Fall, ne? Ground and Pound finde ich durch Moicano. Jalen Turner am Boden überforderter, als ich gedacht hätte. So habe ich es in Erinnerung. Voll den Aussetzer gerade. Mehr kann ich an der Stelle nicht sagen. Können wir gerne mal wiederholen, falls ihr mir ein paar Gedächtnishilfebrücken gebt. War eine lange Nacht. Ich erinnere mich ans Post-Fight-Interview. Das war auf jeden Fall prägnanter für mich gerade als der Kampf startet. Also ignoriert wieder jede Frage von Joe Rogan. Sagt zu Beginn, mir wurde gesagt, um den Bonus zu bekommen, darf ich nicht fluchen. Sagt trotzdem, ich glaube, viermal Fuck und einmal Motherfucker. Spricht davon, dass er einen Podcast startet, den ich glaube, Give Me the Money Podcast oder so. Joe Rogan, du bist mein erster Gast und du hast keine Möglichkeit, abzusagen, abzulehnen. Das waren gefühlt so die Worte, die bei mir hängen geblieben sind. Ich weiß sonst nichts mehr zu diesem Kampf. Wilder Typ, wilder Kampf. War es ganz sicher. Vor allem, weil es so direkt startete mit einer harten Hand, die Moicano durchwackelt und er dann sofort ein Bedrängnis ist, daraus resultiert ein Takedown holt. Ja, ging wild los und ja, es war irgendwie Ground and Pound am Boden. Ich habe viel Moicano noch in Erinnerung, on top, grappelnd. Naja, Sadiq Yusuf gegen Diogo Lopez war dann ein Kampf, der gerade hier im Chat schon besprochen wird. Von wegen Lopez hätte auch ein Performance of the Night Bonus bekommen. Ja, drüber gerollt. Alter Falter, ist er da drüber gerollt. Ich dachte, wenn, dann würde er den kaputt grappeln, aber waren ja diese Uppercuts zweimal aus dem Clinch heraus, die vernichtend waren. Der erste landet noch viel satter als der zweite, aber Yusuf muss so krass auf jeden Fall schwimmen, bereits nach diesem ersten. Er holt sich, glaube ich, von dem Treffer nie ganz, bekommt irgendwann einen zweiten Uppercut ab, der ihn wirklich runterschickt. Ja, saudominant von Lopez, sehr, sehr krass. Auch ein richtiger Brocken im Federgewicht, sehr, sehr massiv für die Division. Sadiq Yusuf ist ein richtig guter Mann und also vielleicht gibt es Leute, die den Namen noch nicht so richtig auf dem Schirm haben, die das so ein bisschen unterschätzen. Das ist ein sehr guter Striker mit Pop in den Händen, mit Knockout-Power, aber der wirkte kleiner, der wirkte körperlich schwächer und der wirkte überfordert in Clinch-Situationen und einfach überfordert mit dieser Aggressivität, die Diego Lopez in den Cage bringt. Das ist wirklich ein sehr, sehr gefährliches Federgewicht, denn man darf jetzt, wenn man so einen Kampf vielleicht das erste Mal gesehen hat, nicht vergessen, dass das vor allem ein Ausnahme-Grappler ist. Ist Grappling-Coach diverser Athleten aus Mexiko, unter anderem der Fliegengewicht-Champion ist Alexa Grasso, um mal den, ja, die erfolgreichste Athletin gerade oder auch geschlechterübergreifend, sage ich mal, unter seinen Fittichen zu erwähnen. Also Grappling-Coach einer UFC-Championess und selbst eben herausragender Grappler. Er schafft es aber auch, einen guten Striker im Stand komplett zu überfordern, beziehungsweise aus dem Clinch heraus würde ich eher sagen, weil er, wie gesagt, kräftiger, aggressiver, größer ist. Beeindruckend, wirklich. Dana sagte auch auf der Pressekonferenz, er liebt Diego Lopez. Der kam ja auch sofort bei den Fans an. Mit dem UFC-Debüt, in dem er Short Notice gegen Evloev eingesprungen ist, hat er sich bereits, ich weiß nicht, wie ihr euch auf Twitter rumtreibt oder ob ihr das tut. Wenn ihr es tut, habt ihr mitbekommen, mit dem Debüt hat er sich bereits in die Herzen diverser Fans gekämpft. Danach gewinnt er halt noch gegen Gavin Tucker, gegen Pat Sabatini, der auch ein herausragender Grappler ist. Überrollt die beide auch komplett. Das ist ein Fanliebling, innerhalb von einem Jahr geworden. 2023, im Mai 23 sein Debüt gegeben, steht im April, also nicht mal ein Jahr später, bereits bei UFC 300 über Leuten wie Renato Moicano oder Bobby Green und Jim Miller auf der Karte und ja, performt. Als wäre es nichts, als würde jeder Zweifel, ob er auf diese Bühne gehört, komplett banal sein. Also Diego Lopez ist schon richtig krass in die UFC-Karriere gestartet und ich bin mir sicher, wir können noch einiges von dem Kerl erwarten. Krasser, krasser Typ.
Gerade eben über Gewichtsvorteile und über massige Leute in der Division gesprochen, da scrollen wir schon zu Kayla Harrison vor. Ganz schöne Ansage, würde ich sagen. Holly Holm wirkt komplett überfordert, geht diesen Kampf aber ziemlich dumm an. Das bringt mich gerade, erinnert mich daran, dass im Chat viele Leute gesagt haben, dass auch Jalen Turner den Kampf so ein bisschen dumm angegangen ist. In deren Kopf habe ich nicht so richtig wahrgenommen. Ich weiß nicht ganz, was da gemeint war. Vielleicht hat auch er die Distanz verkürzt. Falls Leute sind, die das gestern so wahrgenommen haben und hier auch anwesend sind, gerne mal dazu schreiben. Aber ich fand Holly Holm auf jeden Fall dumm gemacht, denn die hat den Clinch gesucht. Die hat Kayla Harrison, die zweifache Olympiagewinnerin im Judo, gegriffen und mit der versucht, irgendwie auch ein Clinch-Duell draus zu machen. Wird sofort geworfen, reverse die Position. Das war natürlich auch ein Statement, aber überhaupt sich in diese Situation zu bringen, war halt nur dumm. Und ey, diese Situation in der Kayla Harrison, also wie sie aus der Situation heraus überhaupt aufsteht, ist schon ein Power-Move. Also nicht nur so, wow, du hast Macht, krass bist du stark, Move, sondern wirklich sie powert sich daraus, sie geht da viel über Physis, steht gefühlt einfach auf und lässt sich nicht von Holly Holm festhalten. Und als sie dann diese Position gedreht hat, Holly Holm an den Cage drückt, da habe ich das erste Mal gesehen, was für ein Kreuz die wirklich auch hat, wenn die wieder rehydriert. Ich meine, ich habe die im Lightweight gesehen, kenne ein, zwei Kämpfe von ihr aus der PFL, aber war mir halt nicht bewusst, wie die im Bantamweight aussehen wird. Man konnte sich nur erahnen, dass die in Monster sein wird, aber natürlich kennt man die Ausmaße nicht bis zum Zeitpunkt, an dem man es wirklich gesehen hat. Und Alter, hat die viel rehydriert. Mann, war das ein Brocken da, wirklich dieser Nacken, diese Schultermuskulatur. Ich habe auch gestern im Stream schon gesagt, geht nicht von aus, dass die Frau langfristig so krass aussehen wird. Es ist halt gerade auch ein starker Zeitpunkt als Frau, die im Lightweight aktiv war, sich mit einem Ernährungscoach an das Bantamweight anpasst, sich jetzt erstmals in die Division gezwängt hat, aber natürlich weiß, dass sie in der bleiben will. Als solche Frau bist du gerade auf deinem muskulösesten Punkt, denn natürlich wird mit dem durchgehenden Kaloriendefizit, mit dem Weglassen von Kraftsport, dem zwangsläufig damit einhergehenden, wird natürlich Muskulatur schwinden, aber Stand jetzt hat sie halt noch so viel behalten, weil sie noch nicht so ewig auf diesem Bantamweight-Modus, sage ich mal, ist. Ich habe es gestern auch schon im Stream gesagt, relativ ähnlicher Effekt, fand ich, war auch der Conor Lightweight-Kampf gegen Eddie Alvarez. Da war er vorher im Welterweight aktiv. Ich glaube, ein Jahr lang auch relativ massig unterwegs, fürs Welterweight Masse aufgebaut. Ist dann erstmals wieder ins Lightweight gecuttet und wir haben nie mehr einen Conor im Lightweight gesehen mit solchen Schultern, mit solchen Oberarmen und vor allem auch nicht einen, der mit jeder Geraden seinen Gegner droppt. Also Eddie Alvarez ist ja wirklich mit jeder Berührung umgefallen und das lag relativ sicher auch daran, dass er vorher im Welterweight aktiv war. Ich glaube, das wird bei Kayla Harrison auch der Effekt sein, aber damit will ich nicht sagen, dass die nicht langfristig trotzdem ein absoluter Weight-Bully in dieser Division sein wird und dass ihre Worte nicht unrealistisch sind, denn sie überrollt Holly Holm. Ich meine, muss ich das jetzt noch zusammenfassen? Sie holt den Takedown. Holly Holm hätte nie die Distanz verkürzen dürfen und wird damit Ellenbogen aus der Hölle bestraft. Also wirklich krass, was wir da gesehen haben, was da eine 42-jährige Frau an Schaden genommen hat. Letztendlich wird es die Submission, wie wir hier sehen, aber es hätte auch ein Ground-and-Pound, finde ich, sein können. Ich war überrascht, dass Holly Holm noch aus dieser ersten Runde überhaupt rauskam. Ich erinnere mich, dass das Ground-and-Pound nach 3 Minuten begann und Kayla Harrison da 2 Minuten Zeit hatte, auf die einzuprügeln. Und ein Mann hat die da reingedonnert. Wie es auch sei, Kayla Harrison sagt danach, ich bin natürlich nur hier für den Titel. Mir ist scheißegal, ob es Raquel Pennington sein wird, ob es Juliana Peña sein wird, ob es vielleicht doch, hat sie jetzt nicht erwähnt, aber Mayra Bueno Silva sein wird. Sie sagt auf jeden Fall, mir ist es egal, wer den Titel hält. Ich bin da, um mir den zu holen. Und ich glaube hier jedes Wort. Was in dem Zusammenhang, ich komme gerne gleich auf eure Kommentare, besonders erwähnenswert war, ist, dass eine Frau nicht damit gerechnet hätte, da kein Teil der Rede geworden zu sein, weil es kompliziert formuliert. Eine Frau dachte, sie würde die Erste sein, die herausgefordert wird. Und das war Amanda Nunes. Können wir uns gerne mal auch anschauen. Ist eigentlich nicht viel passiert. Ein Instagram-Video, in dem Nunes sich genau diese Post-Fight-Speech anhört oder anschaut. Und da
eine Geste auspackt, von wegen, hä, wo ist mein Name? Wieso werde ich da nicht erwähnt? Da drüber steht noch Charme, was ja so viel wie Let's Go heißt. Wenig Worte, viel Aussagekraft. Es sollte deutlich sein, was die Frau damit meint. Ich habe eigentlich erwartet, da selbst herausgefordert zu werden. Amanda Nunes hat Bock auf diesen Kampf. Der war ja bereits in Planung, lange im Gespräch. Ich weiß nicht, ob das alle Leute auf dem Schirm haben. Als Juliana Peña gegen Nunes gewonnen hat, stand Kayla Harrison cageside, als noch nicht natürlich bei der UFC unter Vertrag stehende Frau, in ihrer Verhandlung gerade als Open, als Free Agent. Und es war bereits in den Medien eigentlich viel Gemunkel, dass Kayla Harrison bald unterschreiben wird, dass man nur noch die letzte Titelverteidigung von Nunes, diese Pflichtverteidigung gegen Peña abwartet und danach kommt unser Superfight. Das Federgewicht damals muss gerettet werden, da braucht es Namen. Harrison gegen Nunes im Federgewicht kommt als nächstes und dann gewinnt halt Peña und du siehst Harrison so mit den Händen über dem Kopf, weiß genau, meine große Chance ist dahin. Aber es war halt lange schon im Gespräch, dass Nunes gegen Harrison der Kampf wäre. Ehemalige Trainingspartnerinnen bei dem American Top Team unterwegs, kennen ihre Stärken, sind beide trotzdem geil auf den Kampf. Ich bin sicher, da gab es diverse sehr, sehr gute Sparrings. Ja, und Nunes hat das alles noch nicht ganz abgeschrieben oder aufgegeben, auch wenn sie eigentlich ihre Karriere beendet hatte. Dana sagte auch im Nachhinein, ich bin froh, dass sie Interesse zu haben scheint. Ich fand, die hat ist zu früh retired. Und ich würde sagen, damit ist eigentlich klar, dass wir früher oder später diesen Kampf sehen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt passiert, weil der Kampf um den Titel gehen sollte. Das macht marketingtechnisch einfach nur Sinn. Ich denke, Harrison wird sich diesen Gürtel holen. Ich denke, die wird nach diesem Sieg gegen Holm bereits den nächsten Titelkampf bekommen. Auch wenn ich gelesen habe, dass Pennington das unverschämt findet. Also hieß im Vorhinein schon, wurde darauf angesprochen, ey, höchstwahrscheinlich wird Harrison bereits den Titelkampf fordern, sollte sie jetzt gewinnen am Wochenende. Wie siehst du das? Und die meinte, das ist komplett unverdient und respektlos allen anderen Bantamweights gegenüber, der als Frau, die dann ihr Debüt gegeben hat gegen Holly Holm, die 42 ist, einen Titelkampf zu geben, aber Hand aufs Herz, Pennington wird keine Wahl haben. Ich bin mir relativ sicher, die UFC wird diesen Kampf machen. Ich bin mir relativ sicher, Pennington wird ihren Titel gegen Harrison verteidigen sollen. Ich sage auch, nicht schaffen. Und danach, glaube ich, sehen wir Harrison gegen Nunes, die zurückkommt und sich einen ihrer ehemaligen Gürtel versucht wiederzuholen. Und das wäre natürlich, das wäre mal wieder ein Frauenkampf, der richtig, richtig groß wäre. Also, der würde mich auch viel mehr begeistern als diese Trilogie jetzt mit Grasso gegen Shevchenko oder irgendein. Ich klinge jetzt sehr abwertend, so ist es nicht gemeint, aber es wäre für mich auch viel krasser als zum Beispiel Weili gegen Jan Chonan, die wir jetzt gerade gesehen haben. Harrison gegen Nunes wäre wirklich Gipfeltreffen so. Genau, schreibt Alessandro auch so. Kayla wird den Titel holen und dann Nunes fordern. Denke ich auch genau so. Denkt ihr, Harrison ist Neddy? Ich mag die Frau. Ich finde die menschlich ganz cool tatsächlich. Ich glaube, die vertritt auch ganz gute Werte. Aber ich verstehe jeden Zweifel, sage ich mal. So politisch, diplomatisch so. Größte Problem ist für sie der Weight Cut, absolut, und deswegen wird die, wie gesagt, sich körperlich anpassen. Die wird nie mehr so massig sein, wie sie in der vergangenen Nacht gesehen haben. Glaube ich wirklich nicht. Meinst du, hätte Holm es wie Ronda gemacht, hätte sie gewonnen? Nein. Ich glaube nicht, dass Holm Keller, also die Möglichkeit würde natürlich immer bestehen, Harrison auch, aber Harrison hat doch im Stand gut ausgesehen, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Die war schon auch richtig aggressiv, hat selbst der gute Haken und so gelandet. Natürlich bestünde die Chance, dass Holm die auch mit einem High-Kick wegknockt oder mit einer perfekt platzierten Hand oder so, aber ich spreche Holm auf jeden Fall die Fähigkeiten heutzutage ab, also beziehungsweise ich spreche ihr ab, dass sie noch annähernd die Klasse hat mit 42, was natürlich dann nur verständlich ist, die sie damals hatte, das hat sie nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass sie es 15 Minuten geschafft hätte, Harrison aus dem Weg zu gehen. Nee, irgendwann wäre die gepackt worden und dann wäre der Takedown gekommen. Ein Kampf, der mich auf jeden Fall ziemlich überrascht hat, war, also der Kampfverlauf hat mich überrascht, war der Kampf zwischen Kevin Cater und Aljamain Sterling.
Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass Sterling ja, einfach im Federgewicht so richtig funktioniert. Ich dachte, und das war, finde ich, auch so, dass er der schlechtere Striker sein wird als Cater. Natürlich wusste ich, seine unberechenbare Art, sage ich einfach mal, sein unorthodoxer Stil, kann jedem Striker Probleme machen. Vor allem, glaube ich, einem Striker, der viel technisch arbeitet. Ich, und man muss sich vielleicht auch vor Augen führen, Kevin Caters Hauptsparringspartner, soweit ich weiß, ist Rob Font, der halt auch ein sehr sauber, technisch sauberer Boxer ist. Und wenn du viel Sparring machst mit technisch sauberen Leuten, gewöhnst du dich natürlich auch an diesen Stil, dann steht da so ein Sterling vor dir, so ein Funkmaster, der halt macht, was sich gerade richtig anfühlt, intuitiv. Das ist vielleicht auch wirklich schwierig, das auszurechnen. Ein Aspekt, den ich auch im Vorhinein viel zu wenig durchdacht hatte, war die lange Inaktivität von Kevin Cater. Der war im Oktober 2022 das letzte Mal aktiv. Klar, Ringrost ist nicht bei jedem Kämpfer wirklich ein Faktor. Es gibt Leute, die scheinen davon echt nicht beeinflusst zu werden. Sehr gute Frage, aber keine, die ich beantworten kann, was da die Faktoren sind. Ob es wirklich eine reine Typfrage ist, ob es davon abhängt, wie du trainierst, ob du viel Sparring machst, wenig Sparring machst, wie hart, wie intensiv die dann sein werden. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen Typfrage. Aber ich hätte es halt bei Kevin Cater nicht sagen können, wie der aus so einer langen Zeit zurückkommt. Und für mich war halt der Faktor trotzdem Physis, muss ich einfach sagen. Also Aljamain Sterling war natürlich immer ein riesiges Bantamweight. Da sind wir wieder ähnlich wie bei Figueiredo unterwegs. Eigentlich kann ich genau die gleichen Worte auch zu dem Kampf nochmal sagen. Bei Figueiredo hatte ich immer das Gefühl, boah, der war zwar ein schweres Fliegengewicht, aber er ist kein richtiges Bantamweight. Und bei Sterling hatte ich sag zumindest mal ähnliche Sorgen. Beziehungsweise ich bin nicht von ausgegangen, dass Sterling im Federgewicht kleiner sein wird, aber dachte mir, dass der sich schon auch einfach dran gewöhnt hat, solch ein Weight-Bully zu sein und dass seine Stärken auch viel damit einhergingen, eben der größere Mann jederzeit im Cage zu sein. Und ich finde schon auch, dass wir das gesehen haben tatsächlich. Ich finde, Sterling hat viel härter für Takedowns arbeiten müssen gegen Kevin Cater, der auch ein solider Ringer ist, kein Ausnahmeringer. Ich meine, es ist ein guter Highschool-Ringer gewesen, habe ich mir aufgeschrieben. Irgendwo aufgeschnappt halt. Ist ein solider Grappler, aber auch kein herausragender so. Aber jemand, der zumindest nicht grün unter den Ohren ist. Und ich fand auch, der hat wirklich schon diverse Shoots von Sterling sehr gut verteidigt. Trotzdem die Beständigkeit, durch die Sterling da geglänzt hat, war schon eine starke, muss man einfach sagen. Ich kann mir gut vorstellen, ich habe tatsächlich keinen derartigen Kommentar gelesen, aber ich glaube, im einen oder anderen Wohnzimmer hieß es voll der Rotzkampf, der hängt da viel an seinem Bein rum, kriegt die Takedowns nicht, schlägt irgendwie wild, trifft dann doch nicht hart und shootet wieder. Es gab Phasen, in denen Sterling einfach nur in die Inaktivität gezwängt hat, aber das hat er halt super effektiv gemacht. Also sehr dominante Performance, muss man einfach sagen. Eine mich überzeugende Decision und ja, eine Leistung, die ich ihm in den Ausmaßen nicht zugetraut hätte. Ich muss sagen, meine Bedenken wurden irgendwie trotzdem, wie gesagt, bestätigt. Ich finde, er hatte physisch Probleme, aber er kam deutlich besser durch seinen unorthodoxen Stil auch zu Erfolgen. Hat Kevin Cater so sehr durch die Takedown-Gefahr beschäftigt, dass dann auch im Stand viel funktioniert hat. Und ja, wie gesagt, den halt in die Inaktivität gezwungen. Und ob man dann findet, dass Sterling da gerade einen Actionfight liefert oder nicht, ist letztendlich komplett egal. Er ist der, der den Kampf bestimmt und immer wieder Akzente setzt. Und Cater ist der, der nur verteidigt. Von daher sehr, sehr dominante Sache. Und wie gesagt, zum letzten Mal hätte ich so nicht erwartet. Hier werden jetzt direkt im Chat auch so ein paar Namen gedroppt. Sterling gegen Josh Emmett und so wäre direkt krass. Das ist halt auch ein, das ist dann halt wieder ein Weight-Bully im Federgewicht. Da wird es halt noch mal krasser, zu sehen, wie Sterling für sich klarkommen wird. Das ist, glaube ich, ein ziemlich schwieriges Matchup für ihn. Aber ich fand, also man hat ihm mit Kevin Cater auch ein solides Federgewicht zumindest mal hingestellt. Und das war ein sehr, sehr guter Test, fand ich, um zu schauen, ob Sterling im Federgewicht klarkommt. Ich meine, man muss sich vielleicht schon auch vor Augen führen, der Plan war eigentlich mal als Bantamweight-Champion hochzugehen. Das ist er jetzt nicht, er ist nur in ganz großen Anführungszeichen Ex-Champion. Dementsprechend finde ich es nicht zwangsläufig notwendig, ihn direkt da in die Top 5 zu packen und da irgendwie zu messen. Aber ihm jetzt irgendwie einen Top
Top 15 Gegner, nur so, also jemanden, der gerade so in der Top 15 ist, vielleicht sogar außerhalb zu geben, wäre verrückt. Und da die Nummer 8 mit Kevin Cater, ein gestandenes, renommiertes Federgewicht, das gegen die Besten auch verloren hat, gegen Arnold Allen, gegen Josh Emmett, gegen Max Holloway, aber halt auch wirklich Standard-Performance schon hingelegt hat, denke ich zum Beispiel an Giga Chikachu, den er komplett zerlegt hat, Jeremy Stephens, dieser Hellbow. Ich fand das ein super Matchmaking und ich würde dann nicht jetzt im Nachhinein neunmal klug sagen, ja, offenbar war es ja kein schlechtes Matchup, denn einer hat dominant performt. Hätte ich, wie gesagt, jetzt doch noch ein einziges Mal so nicht erwartet. Und der Kampf hätte auch anders ausgehen können, wenn Sterling sich nicht gut vorbereitet hätte oder so. Also, ja, jetzt steht halt nochmal Kevin Cater kam aus zwei Niederlagen. Ja, okay, aber gegen Josh Emmett und Arnold Allen, gegen in Josh Emmett einem Titelanwärter, nee, gut, um den Titel gekämpft hat er nicht, aber gegen Leute, die in der Top 5 mitgekämpft haben, die in Title Eliminator kämpfen standen, gegen wirkliche Ausnahmefedergewichte hat er verloren. Also, Sterling kam ja auch aus einer Niederlage. Fand ich wirklich persönlich nicht schlecht. Weil, also, das war für mich kein Faktor, da irgendwie dieses Matchmaking schlecht zu reden. Ich meine, hätte Kevin Cater irgendwie vor 3 Monaten schwer durch K.O. verloren, hätte ich mir natürlich gedacht, was ist das denn? Aber der hatte wirklich Zeit, sich zu erholen. Wir haben häufig gesehen, dass Kevin Cater bewährt ist. Deswegen top angesetzt. Starke Leistung von Sterling. Sollte man einfach nur Respekt da lassen. Ab dann wird es auf jeden Fall schwer. Für mein Herz muss ich einfach sagen, Alexander Rakic gegen Gidi Prochaska. Komplett verrückter Kampf. Wir hatten, glaube ich, auch geschlossen im Stream, gab vielleicht ein paar Leute, nee, ich weiß, ein paar Leute hatten auch ja reingeschrieben und sich sehr für Jiri gefreut, aber ich glaube, der Großteil hat dann doch für den deutschsprachigen Athleten geroutet. Trotzdem muss man mal ganz objektiv sagen, unabhängig von der emotionalen Involviertheit und dem damit dann einhergehenden so ein bisschen down sein, ganz objektiv gesehen, war es ein richtig, richtig guter Kampf. Es war ein extrem entertainender Light-Heavyweight-Kampf. Für mich fiel eher auch ein weiterer Fight of the Night. Dana meinte auch, bis der BMF-Title stattgefunden hat, war das auf seinen Notizen der Fight of the Night. Ich finde, da hätte man 2 Boni draus machen sollen. Die hätten beide 300.000 verdient. Das war ein Banger. Was ich halt wirklich nicht verstehe, vor allem wenn wir halt so Standout-Performances wie die von Diego Lopez beispielsweise gesehen haben oder auch die von Kayla Harrison, verstehe ich nicht, warum man Jiří Prochaska die Leistung der Nacht gibt, den Performance of the Night Bonus. Also, ich verstehe natürlich auch, dass man argumentieren kann, durch Schaden durchzulaufen, sich, die Amis sagen Adversity, was heißt denn auf Deutsch, ja, Gegenwehr zu widersetzen, die zu ertragen, über die hinwegzukommen, zurückzukommen, ein Comeback zu feiern, ist ja auch eine Leistung. Aber für mich persönlich ist es halt eine krassere Leistung, einfach jemanden zu dominieren und nicht zu Beginn einzustecken und dann zurückzukommen. Das ist natürlich geil für die Zuschauer, deswegen für mich voll das Fight of the Night Potenzial. Aber ich glaube, wenn ich diese Boni vergeben würde, wäre Performance of the Night für mich so ein 10 von 10, überhaupt nicht gewackelt. Du sahst unbesiegbar aus, hast deinen Gegner dominiert. Es wirkte, als ob ihr beiden an diesem Abend nicht gemeinsam in diesem Cage gehört hättet. Du warst einfach klassenbesser als dein Gegner. Und das war Jiri ja wohl beim besten Willen nicht. Rakic ist sehr, sehr stark reingekommen. Ich hatte ihm vorhin dann gesagt, ich mache mir große Sorgen um Alex, wenn er nicht ringt. Ich hätte auch predicted, Alexander Rakic wird den wrestle fucken, wird den einfach zu Boden holen, zermürben, rumhieven, mit Ground Pound bestrafen, hier mal einen Choke suchen, dann doch wieder zum Pounding übergehen. Ich dachte, das wird Rakics Gameplan sein, so ein Khabib-Stil, einfach Mauling. Aber er hat halt sich im Stand mit Prochaska gemessen und zu Beginn sah das auch wirklich, wirklich gut aus. Ich meine, wir haben alle die Leg Kicks gesehen. Alter Falter sind die da reingeklatscht und in was für einer Masse sie auch gelandet wurden. Also richtig, richtig viele starke Treffer mit den Beinen von Rakic zum Bein von Jiri. Immer wieder auch eine gute Hände ins Ziel gebracht.
Prochaska muss da wirklich einstecken. Man muss diesem Verrückten vielleicht dann an der Stelle auch nochmal, auch wenn man für Rakic geroutet hat, anerkennen. Der hat halt eingesteckt für 3, als wäre es nichts. Einfach genommen, bisschen grimmig, pissig geguckt und weiter geradeaus gelaufen. So. Der hat sich die Dinge einfach abgeholt. Und natürlich, das ja, kann man sagen, ist auch eine starke Performance. Aber ich fühle es nicht so ganz, muss ich einfach sagen. Und das Spiel ging halt gut bis zum Zeitpunkt, in dem es nicht mehr gut ging. Ist jetzt natürlich jetzt eine komplette Phrase und keine allzu krasse Weisheit. Aber Prochaskas Wahnsinn muss halt einmal durchkommen. Seine Knockout-Power musste einmal unter Beweis gestellt werden. Rakic ist geschwommen und nie mehr ganz aufgetaucht. Also, ja, was war es denn, was ihn das erste Mal getroffen hat? Ich glaube, ein rechter Haken oder so. Auf jeden Fall eine Hand, die Rakic durchwackelt. Er geht zu Boden. Ich glaube, danach auch eher durch Gleichgewichtsprobleme als durch weitere Schlagwirkung. Wird mit Ground and Pound bestraft. Versucht noch so ein bisschen motorisch nicht mehr ganz auf der Höhe zu ringen. Schafft es nicht. Und muss unter etlichen Schlägen, ihm wurden alle Chancen gegeben, die er verdient hätte, finde ich, irgendwann wegen Inaktivität akzeptieren, dass da dazwischen gegangen wird. Also auch wenn ich klar für ihn geroutet habe, gute Stoppage würde ich beim besten Willen nicht anzweifeln. Auch nicht zu lang, nicht zu kurz, war in meiner Wahrnehmung so. Ich habe es einmal gesehen, wie gesagt, bei euch, mit euch live im Stream. Aber wirkte für mich wie ein perfekter Abbruch. Komplett gerechtfertigt. Also, was war das? Turtle Position? Ja, der hat sich noch so ein bisschen bewegt. War jetzt nicht so, dass er nur zusammengekauert war und eingesteckt hat. Aber da kam halt nichts an Gegenwehr und an intelligenter Verteidigung. Krass gemacht, Mann. Und voll der Upset. Also nicht Upset, nee, voll das Comeback. So, Jiří ist ein verrückter Mann. Und das hat er erneut unter Beweis gestellt. Ich kam mir danach irgendwie null bestätigt vor, weil es kein Kampfverlauf gewesen ist, wie ich ihn erwartet hätte. Aber meine Worte von wegen Rakic hätte auf jeden Fall ringen sollen, fühlen sich nach wie vor richtig an. Zumindest mal hier und da so den Takedown reinstreuen, um im Stand so ein bisschen mehr Sorgen zu erzeugen. Ob es geklappt hätte, keine Ahnung. Jiří hat halt auch die Arme tief hängen. Der ist halt leicht, also der hat dadurch ist leicht für ihn auch mit Underhooks gegen so Schutz zu arbeiten. Kann dementsprechend auch gut mal mit so einem Uppercut oder so stoppen und strafen. Ich will nicht dementsprechend nicht tun, als ob Rakic so easy mal hätte shooten können, aber ich hätte mir gehofft, dass er die Möglichkeiten sucht. Ist halt jetzt die Frage, was die Faktoren waren, warum er es nicht getan hat. War es die Bühne? War es die Anzahl der Boni, war es vielleicht auch die Kritik, die er hier und da von Fans bekommt, dass er kein entertainender Kämpfer wäre, der eher über Decisions kommt und Leute, einmal hat er Jimmy Manua K.O. getreten und ab dann ist er irgendwie eine Decision-Maschine. Wir verstehen nicht, warum man Rakic irgendwie so krass abfeiert. Solche Stimmen gibt's, ich plapper das nur nach, ich fühl's gar nicht, aber solche Stimmen gibt's. Ich glaube, er wollte ein Statement setzen. Er kann Jiří Prochaska seit Jahren schon auch menschlich nicht ab. Kann auch ein Faktor gewesen sein. Das wird nur er wissen oder sein Team gegebenenfalls auch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Team schockiert davon war, dass er einen Standkampf daraus macht, dass er sich im Stand mit Jiří messen will. Auch wenn er sich mit seinem Wrestling-Coach, wie heißt er, Babak Nejat Mogadam, mit Babak auf jeden Fall, sicherlich auch viel darauf vorbereitet hat, gegebenenfalls mal einen Takedown zu holen. Es wirkte nicht, als ob die Ecke sich das anders vorstellte. Vielleicht hat er denen klar gesagt, ich werde mit dem striken, habt erst gar nicht die Hoffnung. Keine Ahnung, Mann. War auf jeden Fall kein allzu schlauer Kampfansatz, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, da hätte man ein bisschen variabler sein müssen. Auch wenn es, wie gesagt, gut lief bis zum Zeitpunkt, ab dem er diese eine harte Hand gefressen hat. Naja. Im Chat heißt es, man glaubt, es war, weil er Jiří gut getroffen hat und Jiří einfach treffbar war, ist gierig geworden und hat sich von Jiří ins Chaos ziehen lassen. Ja, vielleicht hätte er wirklich weiter so kalkuliert kämpfen müssen, wie er es in Runde 1 getan hat. Happy damit sein sollen, das Bein zu zacken, Jabs zu landen, nicht getroffen zu werden. Ja, vielleicht ist er ein bisschen gierig geworden, müsste ich nochmal schauen, ob der ein bisschen kopfloser in die Nahdistanz gegangen ist als zuvor.
Aber wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass da so ein bisschen ein ganzer MMA-Kampf draus gemacht worden wäre. Also, ich glaube, er hat nicht einen Clinch gesucht, geschweige denn geshootet. Und wir wissen, oder viele wissen, lasst euch gesagt sein, falls ihr es nicht tut, das kann Rakic, der kann gut ringen. Und sich mit so einem Verrückten wie Jiří einfach nur im Stand zu messen, das ist halt ein übertrieben gefährliches Spiel. Vor allem auf 205 Pfund mit 4 Unzen. Ja, wir haben es gesehen. Eine Hand reicht und du schwimmst. Ab dann sind wir bei der Main Card angekommen. Wir sind schnell unterwegs, ne? 50 Minuten bisher. Na, geht eigentlich. Aber gut, wir besprechen eine ganze Karte. Ab dann war es ja irgendwie dann doch auch so ein bisschen kontrovers. Im Chat wurde auch viel darüber spekuliert, finde ich sehr berechtigterweise, ob man Bornickel überhaupt wirklich einen Gefallen damit getan hat, ihn auf die Maincard zu packen. Denn Fans waren sich gefühlt geschlossen einig, dass er da nicht hingehört und haben ihn dadurch so ein bisschen gehatet. Ich meine, Bornickel wurde auf der Pressekonferenz ausgebuht und das lag, glaube ich zumindest, sorry, nicht an seiner Person, sondern eben an seiner Platzierung. Also man wollte, glaube ich, Unmut darüber äußern und dafür kann der Kerl halt nichts. Trotzdem haben wir eben Cody Brundage gegen Bo Nickel auf der Maincard gesehen. Und ja, auch das erste Matchup, das, wenn wir uns hier nochmal die Quoten anschauen, ein sehr, sehr eindeutig platziertes gewesen ist. Bornickel geht als absoluter Favorit in diesen Kampf, sagt im Nachhinein, er ist mit seiner Performance nicht zufrieden, holt sich, glaube ich, zu Beginn eine harte Hand ab, direkt von Cody Brundage, der sehr, sehr wild in diesen Kampf startet, einfach versucht, den da aus dem Kampf zu holen und ja, auch so ein bisschen, glaube ich, inspiriert von Jiří Prochazka, das Chaos ins Gesicht von Bornickel zu transportieren. Hat zu Beginn ganz gut geklappt. Wenn da so ein Flying Knee, das Cody Brundage gesucht hat, einschlägt, dann kann dieser Kampf halt auch mal eben kippen und ganz anders laufen. Aber letztendlich wurde dann doch die Distanz verkürzt. Bornickel nach der ersten Hand greift er zu seinen Stärken, sucht das Ringen, schafft es auch gegen Cody Brundage, ihn zu Boden zu holen. Wir haben auch im Stream darüber gesprochen, auch im Kommentar hieß es, glaube ich, dass man nicht automatisch von ausgehen sollte, nur weil Bo Nickel ein herausragender College-Ringer war und Cody Brundage in den Ausmaßen nicht. Also auch der hat sich im College zweimal für das NCAA-Wrestling-Turnier qualifiziert, aber da halt nicht irgendwie abgeräumt oder so, wie das Bo Nickel hat. Aber trotzdem sollte man, nur weil man das weiß und weiß, da waren unterschiedliche Level im Wrestling in der Vergangenheit zu sehen, das dann automatisch auch im MMA, in dem Sport, in dem man auch schlagen kann, mit 4 Unzen, mit Handschuhen greifen muss, ne, sich auf viel mehr Szenarien einstellen muss, dass dort automatisch dann auch ein solcher Wrestling-Defizit zu sehen ist. Es ist nicht zwangsläufig gegeben, aber wir haben es gesehen. Brundage beweist Tapferkeit, schafft es hier und da dann auch nochmal im einen oder anderen wie ein Naked Choke versucht zu hängen, gegen Arme zu kämpfen. Ich finde, da gab es ein, zwei Momente, wo Cody Brundage bewiesen hat, dass er physisch der viel stärkere Kämpfer war. Es gab einmal so einen Rear Naked Choke, der, glaube ich, schon drunter war, den er sich einfach nimmt und wegzerrt, erfolgreich. Das hat mich sehr beeindruckt tatsächlich. Aber ja, langfristig wird er dann doch eben in einem gecatcht, aus dem man nicht mehr rauskommt, muss tappen, tappt dann auch relativ schnell, sieht es dann auch wirklich ein, als der richtig, richtig tief drin war. Ey, die große Bühne, den damit einhergehenden Druck, der natürlich auch auf seinen Schultern lastete, dem widerstanden, die Bühne genutzt. Starke Performance von Bornickel. Ich habe mir tatsächlich so ein bisschen gewünscht, einfach nur, weil ich es unverschämt fand, den so zu platzieren, dass er verliert. Aber ich habe dann nicht derartiges ausgesprochen, weil ich irgendwas gegen den Kerl habe, nur weil ich es halt einfach ein bisschen frech fand. Im Stream gestern hieß es ganz schlau, ey, der hat halt auch eine Fanbase, die nicht zwangsläufig MMA-Fanbase ist. Man sollte nicht unterschätzen. Und das habe ich auch häufig im Vorhinein schon erwähnt, aber nicht direkt in Zusammenhang mit dieser Platzierung gebracht, dass College-Ringen in Amerika schon auch große Fanlage hat und dass Bornickel definitiv eine Followerschaft hat, die nicht zwangsläufig auch UFC-Fans sind, aber wenn sie eben seinen großen Kampf bei UFC 300 schauen wollen, müssen sie den Pay-Per-View kaufen, wenn er dann auch denn auf der Maincard kämpft. Vielleicht hat man da tatsächlich einfach ein bisschen Kaufkraft von einer Käuferschaft abgegriffen, die man sonst nicht erreicht hätte. Ist eine gute Vermutung. Ob das jetzt richtig ist, werden wir alle nicht messen können, aber ja, fest steht,
der Bühne entsprechend gewonnen, dem Druck widerstanden und den Pflichtsieg nach Hause geholt. Fordert danach Anthony Hernandez, soweit ich mich erinnere, was ein realistischer, ganz guter Callout ist, wenn der da irgendwie anfängt, Chimaev zu fordern, über den er ja schon in irgendwelchen Podcasten zu gesprochen hat, aber wirklich auf dieser Bühne den zu fordern, wäre halt sinnlos einfach, wäre eine vergebene Chance. Auch, keine Ahnung, einen Kennedy oder eine Vettori oder so, da ist er noch nicht. Er hat Cody Brundage besiegt, der ein bewährter UFC-Kämpfer ist, aber eben kein herausragender. Danach zu sagen, Anthony Hernandez vielleicht, sowas wäre ganz gut, fand ich ganz gut auf jeden Fall gewählt. Brundage hat meiner Meinung nach einen guten Kampf abgeliefert, aber Bo ist schon zu stark für die kurze Zeit, schon sehr stark für die kurze Zeit im MMA. Ja, Brundage hat sich solide verkauft, auf jeden Fall. Also natürlich kann man ihm jetzt vorwerfen, der hat ein bisschen kopflos gekämpft, aber wir haben gerade über den Druck gesprochen, den Bo Nickel hatte. Führ dir vor Augen, dass du da hingehst, als Cody Brundage zum Verlieren auf der Maincard genauso von UFC 300 als der Typ, der da ist, um weggeklatscht zu werden. Dass du da jetzt nicht irgendwie super kalkuliert kämpfst und vor Selbstbewusstsein strotzt und einfach nur einen ja selbstbewusst abwartenden Kampf lieferst auf so einer Bühne mit den Vorzeichen, das verstehe ich auch und ich war nicht überrascht davon und würde ihm auch nicht negativ auslegen eigentlich, dass er da halt wirklich mit Flying Knees und was es alles war gestartet ist. Wie gesagt, hätte auch klappen können. Also ja, hat sich auf jeden Fall selbstbewusst verkauft und nicht irgendwie eingeschüchtert von Bo Nickel oder so. Ab dann tat es mir definitiv ein bisschen weh. Charles Oliveira gegen Amin Tsarukyan. Wir schauen uns vielleicht an der Stelle direkt mal an, was Amin Tsarukyan beim Walk-In so geliefert hat. Ich habe es live gesehen, aber ich dachte, er hat jemanden geschubst. Aber was Amin Tsarukyan tatsächlich getan hat, war wohl einen ihn provozierenden Fan tatsächlich geboxt zu haben. Gebt euch das mal. Das habe ich im Stream nicht gesehen. Und wir haben hier eine super Fanaufnahme, die das aufnimmt. Amin Tsarukyan hat wirklich einfach jemanden geschlagen. Da läuft er ein. Und verteilt hier richtig eine rechte Oberhand. Das ist das Bild im Stream. Vermutlich hat es der eine oder andere gesehen. Ich habe es nicht gerafft. Da, er schlägt richtig zu. Keine Ahnung, übertrifft. So gut sieht man das dann doch nicht. Aber ja, es gab, wie gesagt, einen Fan, der ihn provoziert hat. Kann ich mal gerade gucken. Ja, erkennt man nicht. Naja, wild auf jeden Fall. Das war der Walk-In von Amin Tsarukyan. Aber darum soll es jetzt letztendlich nicht gehen. Natürlich geht es vor allem darum, was er danach mit Charles Oliveira, nicht mit seinen Fans, veranstaltet hat. Und es war eine Split-Decision, was umstritten war, definitiv. Runde 2 war eine Charles-Runde auf allen Punkterichterzetteln. Aber Runde 1 wurde Amin Tsarukyan gegeben und Runde 3, nee, Quatsch, 2 war auf jeden Fall eine Tsarukyan-Runde. Runde 1 und 3 waren so ein bisschen eng, so war es, ne? Wir haben schon irgendwie gesehen, dass Charles durch die Stärken von Tsarukyan einen kalkulierteren, abwartenderen Kampf und damit auch irgendwie nervöseren, weniger mutigen Kampf gekämpft hat, als man von ihm eigentlich kennt. Ich meine, wir haben Charles gesehen, wie er mit Poirier und Gaethje und Chandler kämpft, als der Wahnsinnige, der einfach ins Feuer reinläuft und ja, fest von überzeugt ist, dass er da auch wieder lebend rauskommt, auch wenn es brennt. Diese Top-Pressure von Tsarukyan, die wir alle kennen und die man als Charles-Fan, glaube ich, gefürchtet hat, hat gefühlt so ein bisschen Charles gehemmt, sowohl im Stand als auch vor allem dann am Boden, wenn er unten lag, fand ich. Also wir wissen, dass Charles eine sehr aktive Guard hat, auch von unten versucht, Armbars zu suchen, mit Ellenbogen gegenarbeitet, Triangles gegebenenfalls zu suchen. Ich meine, der Kerl hat die meisten Submissions in der UFC-Historie geholt, aber er hat halt unten häufig die Guard geschlossen und Arme fixiert, einfach Schaden versucht zu verhindern. Das in weiten Strecken sehr gut gemacht, fand ich. Ich meine, wir erinnern uns auch an heftige Ellenbogen von Tsarukyan, aber ja, trotzdem in den weitesten Phasen, finde ich, hat Charles es, denn es waren ja lange Strecken, in denen er auch am Rücken lag. Ich finde, in denen hat er wirklich ja gut
den Schaden minimiert eigentlich, auch wenn er es natürlich nicht durchgehend geschafft hat. Aber ja, seine eigene Offensive war wirklich so ein bisschen gehemmt. Ich meine, was halt krasse Sequenzen waren, war diese Guillotine in Runde 1. War das Runde 1? Diese Guillotine auf jeden Fall, diese sehr, sehr enge, in der Tsarukyan hängt. Und in Runde 1 dieser sehr enge Dast oder Anaconda war es. Auf jeden Fall auch dieser weitere Choke, in dem Charles also die Zunge rausstreckt und ihn gegen Ende der Runde 3 fast auschoked. Ich glaube in Runde 2, ach, keine Ahnung, wann die Guillotine war. Egal. Ja, es war, wir können uns ja gerade nochmal die Scorecards angucken. Ich glaube, Runde 3 war es dann, soweit ich mich erinnere, die eher die punkterischer Zettel bei Tsarukyan sahen. Ich bin tatsächlich auch, was Geschehnisse angeht, in diesem Kampf gerade, also zeitliche Verläufe gerade so ein bisschen verunsichert. Genau, Runde 2 war es, die ganz klar Tsarukyan war. Da kamen dann doch ordentlich Ellenbogen durch. Ich glaube, Runde 1 war die Runde, genau, in der Oliveira die lange Guillotine hatte. Das macht absolut Sinn, warum man ihm dann Runde 1 gibt. Das heißt, das hatten wir auch im Stream eigentlich geschlossen so gesagt. Wir gingen 19-19 in die dritte Runde. Und die ist dann tatsächlich eine relativ enge. Wir haben im Stand, weiß ich tatsächlich nicht mehr so wirklich, was passiert ist, aber ich glaube, da sollte man eigentlich mal, wenn man sich anschaut, wie dieser Kampf ausgeht, denn wir sehen, dass es die Runde, an der es scheitert, also in der entschieden wird und auch gegensätzlich entschieden wird, wer diesen Kampf gewinnt. Runde 1 und 2 sehen alle punkterischer Zettel gleich. Aber in Runde 3 sehen zwei Leute eben Tsarukyan vorne und einer sieht Oliveira vorne. Und auch da wieder ein Kampf, bei dem im Chat auch nochmal drüber gesprochen wurde, wie die Wertungskriterien sind. Wir haben relativ viel Kontrolle von Tsarukyan, aber wir wissen eben alle, das ist kein primäres Wertungskriterium. Aber wir haben einen Takedown trotzdem von Tsarukyan. Wir haben, glaube ich, eine Positionswechsel in die Halfguard und wir haben einen Backtake von Tsarukyan, aus dem er dann relativ wenig macht. Und wir haben einen ziemlich engen Dastchoke gegen Ende von Charles Oliveira. Und das sind halt für mich so die Standout-Szenen dieser Runde. Trotzdem sollte man da wirklich nochmal im Detail drauf schauen, was ist denn im Stand passiert? Was war da wirklich alles los in Runde 1? Wer hat wirklich auch mal ein bisschen Schaden gemacht, effektiver gestrikt? Denn Hand aufs Herz, das habe ich nicht mehr so richtig im Kopf. Runde 3 war auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung und ich hatte auch das Gefühl, in der Wahrnehmung des Chats eine relativ enge. Ich meine, das war ja wie gesagt auch die Runde, die widersprüchlich von den Judges gesehen wurde. Von daher finde ich es jetzt schwierig, da irgendwie harte Urteile, harte Worte irgendwie zu abzugeben und zu sagen, ich sehe das so, ich sehe das so. Ich habe auch im Stream nur gesagt, dass ich meine, dass man das als enger betrachten sollte, als, glaube ich, in manchen Köpfen diese Runde lief. Denn erneut, diese Kontrollzeit von Tsarukyan ist eben keine, die man betrachten sollte. Man muss sich da wirklich beschränken auf Schaden, der gemacht wurde, oder eben auf verbesserte Positionen und Submissions. Und ich glaube, da gab es tatsächlich nicht so viel zu sehen. Von daher fair, dass Tsarukyan gewonnen hat. Für mich ein bisschen schade, dass es Charles nicht geschafft hat. Aber so richtig das Bauchgefühl, wer hat besser gekämpft, das war aber für mich auch schon auf der Seite von Tsarukyan. Ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen, dass Charles zögerlich war, viel verhindert hat. Seine Standout-Szenen waren nicht allzu viele. Ich meine, es waren die Submissions. Natürlich hat er im Stand auch ein paar Hände gelandet. Aber wir haben nicht diesen Charles, diesen Finisher gesehen, den wir sonst häufig gewohnt sind. Von daher fair, dass der Armenier diesen Sieg nach Hause nimmt. Ich persönlich habe ohnehin gedacht, dass es ein viel dominanterer Sieg für Tsarukyan wird. Ich habe mir richtig Sorgen als Charles-Fan um ihn gemacht. Dachte, der wird da am Boden zerstört. Und erneut, er war halt sehr bedacht darauf, das zu verhindern. Aber das war eben kein Ansatz, der ihn selbst zum Sieger machen könnte. Diese Szenen, in denen er am Boden liegt, Schaden verhindert, aber selbst dann doch auch natürlich nichts Eigenes anbringt an Akzenten. Die sind irgendwie keine, die auch so ein, ja, als Sieger erkorenen Charles Oliveira so als richtig verdient hätten ansehen lassen. Trotzdem wird der Sport natürlich rundenbasiert nach den Kriterien, die wir eben gegeben bekommen haben, gewertet. Und laut denen ist es ein enger Kampf, das steht definitiv fest. Ich würde fast sagen, das war, wenn es um die Erwartung geht, die das Matchup so mit sich gebrachte, der Kampf, der am wenigsten delivered hat. Oder? Was sagt ihr zu dem Statement? Also,
Charles Oliveira ist der Actionfighter schlechthin. Tsarukyan ist so ein absoluter Gorilla, der Leute schlachtet. Guckt euch mal den Sieg gegen Joel Alvarez an, wenn ihr den noch nicht kennt, Alter. Den zermatscht er mit Ellenbogen am Boden. Den holt er einfach so ein 1,90 Kühn zu Boden. Brettert da Ellenbogen rein. Der Kerl sieht aus, als ob er so ein Messer durchs Gesicht bekommen hätte. Poundet noch hinterher und gewinnt diesen Kampf durch TKO. So. Tsarukyan hat schon solche kranken Siege geholt. Auch Darius ja zuletzt K.O. geschlagen und so. Dafür konnte er halt jetzt, es war natürlich schwierig mit Charles zu kämpfen, der da versucht am Boden dann einfach nur festzuhalten und nichts zu riskieren. Dafür konnte er trotzdem erstmal keine wirklichen Akzente ansetzen. Charles hat nicht so geliefert wie sonst. Also ich fand tatsächlich, dieses Matchup war so ein 11 von 10 Matchup und dem wurde es nicht gerecht. Aber ey, stark, solider Kampf, ja, steht jetzt auch im Chat, war ein guter Kampf, ich fand's okay. Ich will auch nicht haten, aber wenn wir uns mal vor Augen führen, wie krass diese Karte so in der Breite geliefert hat, Matchups, von denen ich mir nicht so viel erhofft habe, haben richtig abgeliefert. Da denke ich zum Beispiel halt an Bobby Green gegen Jim Miller. Dafür war ein Tsarukyan gegen Oliveira-Kampf nicht so richtig der Rede wert. Definitiv kein Kampf, der irgendwie Performance of the Night oder Fight of the Night verdient hätte, aber wirkt jetzt auch sehr viel hatender, als ich es glaube ich meine. Aber genau, da steht es auch, der BMF-Kampf stellt halt ohnehin alles in den Schatten auf dieser Karte. Und lasst uns zu dem kommen. Erneut, ich trage hier mit Stolz meinen Max Holloway-Hoodie. Ach so, eine Sache noch, wir haben im Nachhinein an dieses Matchup einen Tweet von Islam Makhachev, der ja herausgefordert wurde. Schreibt einfach nur, be ready, see you soon, boy. Interessant, definitiv. Erstmal wurde ja jetzt verkündet, dass wir Dustin Poirier bekommen. Moment, ich skippe vor. Im Juni auf jeden Fall. Am 1. Juni bei UFC 302. Auf der gleichen Karte sehen wir Costa gegen Strickland. Natürlich könnte man jetzt sagen, Dustin Poirier hat es doch nicht verdient. Wurde doch zwei Kämpfe vorher noch, nachdem er jetzt Benoit Saint-Denis gefinisht hat. Aber davor wurde doch noch durch einen High-Kick ausgenockt. Wir hatten halt dieses Matchup, ich meine, Hand aufs Herz, Charles Oliveira hätte auch Argumente gehabt, jetzt einfach nochmal um den Titel zu kämpfen. Er sollte ja eigentlich gegen Islam kämpfen, konnte dann verletzungsbedingt nicht, deswegen ist der Volkanovski 2-Kampf angesetzt worden. Aber Charles wurde halt hier angesetzt. Wir haben Gaethje, der gerade eben diesen Knockout geholt hat, aber auch eben gegen Holloway gekämpft hat. Und von daher ist es vollkommen fair, dass es Poirier geworden ist. Aber natürlich fordert Tsarukyan seine Chance als der im Debüt Short Notice mit, was waren es, irgendwie 20, 22 oder so, gegen Islam Makhachev sehr gut gekämpft hat. Und ja, Islam Makhachev, ich habe es gerade schon weggeklickt, ihr habt es gesehen, sagt see you soon und nimmt diese Herausforderung demnach an. Nice auf jeden Fall. Genau, über die Matchups sprechen wir definitiv noch. Ja, aber Justin Gaethje zum Beispiel hat halt seine Chance verspielt, kämpfte um laut Islam Makhachev einen wertlosen Gürtel, um den BMF-Gürtel gegen Max Holloway, der eine Performance hingelegt hätte, die ich niemals erwartet hätte. Wirklich, muss ich einfach so sagen. Ich sitze hier im Hoodie, ich bin Fan von Max Holloway, wirklich Fan, nicht so sympathisant, mag den, ich bin Fan. Ich finde, Max Holloway ist ein kranker Kämpfer, ein todessympathischer Kerl, aber ich hätte nicht gedacht, nachdem ich vor allem auch diesen Poirier-Kampf gesehen habe im Lightweight, ja, der hat gesagt, ich bin jetzt massiger, der wirkte auch massiger, schon die Oberarme, die Schulterpartien, auch der Nacken wirkte wirklich kräftiger, der hat sich körperlich so ein bisschen aufs Lightweight vorbereitet, aber ich dachte trotzdem, du bist jemand, der es ins Federgewicht schafft, Justin Gaethje würde das, glaube ich, nicht. Du kämpfst nicht gegen irgendein Lightweight, du kämpfst gegen ein richtig, richtig starkes Lightweight, das vermutlich, wenn es diesen Kampf nicht angenommen hätte, als nächstes um den Titel kämpfen dürfte. Und ich war halt der Meinung, dass Holloway 5 Hände Minimum landen muss, um so von der Wirkung her eine Hand von Justin Gaethje auszugleichen. Ja, wir wussten alle, Max Holloway hat ein gutes Kinn, aber das hat er halt auch gegen Federgewichte bewiesen. Ja, auch schon gegen Hartschlagende wie Arnold Allen, aber Justin Gaethje ist jemand, bei dem jeder sagt, der schlägt wie ein Truck, sagen ja die Amis, der langt richtig zu. Wir haben Justin Gaethje schon diverse Leute ausnocken sehen und
Ich hatte eher die Sorge, dass Max Holloway in diesem Kampf das erste Mal so richtig durch Schläge gefinisht wird. Wusste jetzt nicht, ob der schlafen geschickt wird richtig, aber ich habe so einen TKO-Sieg von Justin Gaethje gesehen. So Max Holloway am Boden niedergeschlagen und dann mit Schlägen eingedeckt und deswegen geht der Referee dazwischen. Das war so der Kampfverlauf von meinem inneren Auge. Ich dachte auch, ein Trevor Whitman wird Justin Gaethje so gut auf Holloway einstellen. Diese Legkicks, die haben Holloway schon immer wieder wehgetan gegen Volkanovski. Was soll denn passieren, wenn ein Justin Gaethje, der berüchtigt ist für seine Legkicks, da zulangt und dem das Bein zerhackt? Aber ich wurde sowas von eines Besseren belehrt. Standout-Performance Max Holloway. Wir haben es im Stream gesagt, es hat Dana White gesagt, es hat Max Holloway selbst gesagt. Jeder Fan, jeder MMA-Fan, der diese Karte gesehen hat, hat es gesagt, mit so einer Performance wirst du zur Legende. Das war ein, der war ohnehin schon garantierter Hall of Famer, aber das war so ein, ihr könnt mich hassen, die UFC kann mich verdammen, ich kann mit Dana Whites Frau schlafen und das ist unmöglich, mich nicht in diese Hall of Fame zu packen. Max Holloway wurde zur absoluten MMA-Legende mit diesem Sieg. Auf so einer Bühne zu kämpfen, als Federgewicht gegen einen Lightweight und die Performance hinzulegen, die er hingelegt hat, also Gaethje im Stand ganz klar zu dominieren, den immer wieder anzuschlagen, viel bessere Hände zu langen, durchgehend auch einfach mehr Volume zu bringen, viel selbstbewusster in diesem Cage zu stehen und dann nach 4 Minuten 59 in der fünften Runde durch K.O. zu gewinnen, nachdem man Gaethje als derjenige, der ganz, ganz klar nach Punkten vorne war und es wusste jeder in der Halle, selbstverständlich auch Max Holloway, dieses Risiko einzugehen, zu wissen, es geht um 300k Boni, es geht um einen BMF-Title, er hätte das gleich gemacht, sagt er im Nachhinein, zu sagen, komm jetzt her, die letzten 10 Sekunden werden gottlos wild geschwungen, einer wird umfallen und der zu sein, der die Hand landet, kinoreif, komplett kinoreif, wirklich. Keine Ahnung, Mann, was ich dazu noch sagen soll. Also ich krieg's erstens nicht hin, weil ich keine Notizen habe, aber selbst wenn ich sie hätte, hätte ich keinen Bock, da jetzt irgendwie Szene für Szene durchzusprechen, in welcher Runde Gaethje dann doch ein bisschen besser aussah, in welcher Holloway besser aussah. Ja, der hat zu Beginn ein paar Legkicks bekommen und man hat sich ein paar Sorgen gemacht, aber über diese 5 Runden hat Holloway 4 Runden geholt. Soweit ich mich erinnere, auf jeden Fall deutlich mehr. Er war ganz klar nach Punkten vorne und auch wenn es einfach um Momentum geht, wenn es so darum ging, wer strahlt hier mehr Selbstbewusstsein aus, wer steht in diesem Kampf und ist fest von überzeugt, dass er dieses Ding holen wird, war es Holloway. Gaethje hatte natürlich die Situation nach der dritten Runde, denn die ersten 3 hat er alle abgegeben. In Runde 4 zu wissen, ich brauche jetzt ein Finish und ja, der hat schon nochmal versucht und da auch Erfolge gefeiert und so, aber Holloway hat diese Selbstsicherheit im Keim erstickt. Das war Holloways Kampf. Gaethje gehörte natürlich in diesen Cage, aber ich bin mir sicher, der hatte ab einem bestimmten Punkt einfach Selbstzweifel. Und diese Momente, in denen Trevor Whitman, der so einen guten Draht zu dem hat, ihm einreden konnte, du hast das Zeug, die Legkicks sind stark, ich will mehr von denen sehen, pass auf, von der rechten Overhand, die landete dir immer, die jagte dir immer wieder ins Kinn. Na, sicherlich hat Justin Gaethje es immer wieder geschafft, so Selbstsicherheit eingepflanzt zu bekommen, sage ich mal ganz doof, oder die einfach aufzubauen. Aber 2 Minuten in diesem Cage mit Max Holloway, der sich an diesem Tag komplett wie der BMF gefühlt hat. Und ich glaube, beide im Cage wussten, wer dieses Ding nach Hause fährt. Also wirklich, keine Ahnung, Mann. Da schreibt gerade jemand im Chat, ich schaue schon seit fast 20 Jahren UFC und sowas, gab es einfach noch nie. Das habe ich mir auch gedacht. Wir haben alle schon so viel gesehen. Man sieht bei der PFL, wie irgendein Cedric Dumbe wegen einem Splitter in einem Fuß verliert. Wir sehen Headkicks von Leon Edwards. Wir sehen, keine Ahnung, was für ausgefallene Submissions und K.O.-Siege und Upsets. Aber diese Ballerei, dieses in der letzten Sekunde eines Titelkampfes, diese Schwingerei und so, solch ein K.O. zu landen auf so einer geisteskrank großen Bühne, das ist einmalig, Mann. Grüß dich, Mad Max. Du kommst zu einem guten Zeitpunkt. Wir reden über Max Holloway gegen Justin Gaethje. Und du erwischt mich an einem Moment, an dem ich gar nicht mehr weiß, was ich irgendwie noch sagen sollte. Also,
Sagt's mir, was soll man noch zu so einem Kampf sagen, außer Max Holloway ist eine fucking Legende, was haben wir da alle gesehen? Ich kann nur erneut sagen, und das finde ich komplett fair, das darzustellen, ich hätte niemals mit gerechnet, aber es gab, glaube ich, keinen, von mir aus ja, mit Charles Oliveira gemeinsam, auf der, über, für den ich mich auf dieser Karte mehr freuen könnte als für Max Holloway, Mann. Also, ja, keine Ahnung, Mann. Der wird danach auch irgendwie, sagt Dana White, der läuft mit so einem Ei am Bein durch die Gegend, weigert Krücken zu tragen und telefoniert mit Justin Gaethje und feiert sich ab, was für eine geile Schlacht die geliefert haben. Auch Gaethje kann ich von mir aus gerade mal aufrufen. Gibt nur Liebe da, weil er genau weiß, was für eine Legende Max Holloway ist. Wir können uns von mir aus gleich mal die Reaction von, oh, das will ich auch gleich sehen, Sebastian hat seine, yeah, I'm in great spirits with my family, thanks for all the love for the sport, you are a dog, congrats, well, well deserved, also wirklich Justin Gaethje, selbst lässt Liebe da, wir haben eine mega geile Volkanovski-Reaction, wir haben so viele Fighter, die einfach nur abfeiern. Ja, scheiße, Fassbulla, der bockt mich nicht so, aber wir haben so viele Fighter, die einfach nur ausstrahlen, was für Holloway-Fans sie sind. Also, ja, ich finde jetzt auf Anhieb nicht, das ist es nicht. Keine Ahnung, Mann. Ich glaube, jeder MMA-Fan dieser Welt hat sich für Holloway freuen können. Das will ich definitiv gerade mal gucken. Gaethje, noch 10 Sekunden auf der Uhr und jetzt wird geschlagen. Jetzt gibt's den Schlagabtausch. Leute, was ist das für ein wilder Fight? Oh, oh, hey, oh, oh, das gibt's doch nicht. Justin Gaethje mit dem Fotofinish. In der letzten Sekunde. Geht er hier auf die Bretter, face first. Wer macht sowas? Wer macht sowas? Letzte Sekunde im Kampf. Max Holloway tötet das Ding ein, Mann. Ich liebe diesen verdammten Sport. Sowas gibt's nur im MMA. Wow. Lass den Kaffee stehen, Digga. Wahnsinn. In Wahnsinn. Kannst du das fassen, Mann? Wir sehen das nochmal. Zieht die Linie durch den Sand und sagt, komm her, Junge. Wo das herkommt, da kommt noch einiges. Und boom. Die Rechte aufs Kinn. Direkt genau auf den Schalter. Die Lichter gehen aus in Vegas. Da war kein Notstrom mehr da. Wieder zusammen sagt. Und ich sehe ein verzerrtes Gesicht bei Peter sofort. Ja, ich fühle mit, weil ich weiß, wie er sich morgen früh fühlen wird, wenn er aufwacht. Da merkt man mal wieder, was für eine Rampensau Sebastian Hackl ist. Der lebt für diese Momente. Der Rest ist sprachlos und Sebastian schafft es, Emotionen zu transportieren. Ey, keine Ahnung, Mann. Wir können, ja, nee, war schon Anfang des Streams. Schaut euch auf den sozialen Medien, falls ihr später dazu gekommen seid, meine Reaction an. Ich habe nicht viel sagen können, außer aber das war halt das, was mein Körper so gemacht hat. Ich habe alles gesagt, Mann. Max Holloway ist eine Legende. Man sollte Justin trotzdem Respekt entgegenbringen. Er hat trotz gebrochener Nase bis zum Schluss alles gegeben. Auch er ist BMF. Das ist ein Faktor, den ich tatsächlich nicht eine Sekunde erwähnt habe. Kein Freak-Accident, absolut nur die Leistung von Max Holloway, aber dass er mit dem Ende von Runde 1 mit diesem Spinning Wheel Kick war es, glaube ich, auf jeden Fall mit diesem Kick die Nase von Gaethje perfekt seitlich trifft und die komplett zur Seite knockt, wir haben ja sofort gesehen, da war ja Rudolph, the Red-Nosed Reindeer, Alter, die Nase war ja komplett rot, da hat man ja auf 30 Meter weit gesehen, dass sie durch ist. Dass er es geschafft hat, dem so früh die Nase zu zerschlagen, hat auf jeden Fall den Kampfverlauf beeinflusst. Das glaube ich auch. Sehr schön, danke Dirty D, dass du es nochmal einschiebst. Das habe ich jetzt an der Stelle einfach kurz vergessen, weil ich irgendwie mehr mich an Emotionen und an Eindrücke erinnert habe, als an Kampfverläufe. Aber ja, genau, das hat definitiv die weiteren Runden beeinflusst. Selbstverständlich sollte man Gaethje Respekt entgegenbringen. Er hat ja alles riskiert. Der hat eine Titelchance riskiert und sie verloren. Sicherlich hat er gutes Geld mit nach Hause genommen. Aber ja, danach hat halt jeder Jab dreimal so weh getan. Saleh schreibt nochmal, er hat nicht versucht zu ringen. Ja, das erhoffe ich mir bei Gaethje gar nicht mehr. Aber das in einem BMF-Titelkampf als Justin the Highlight Gaethje, das habe ich eigentlich auch ausgeschlossen, dass er das tun wird. Ja, keine Ahnung, Mann. Max Holloway jedenfalls, ich habe es eben schon erwähnt, nimmt sowohl Fight of the Night Bonus, den er sich natürlich mit Gaethje teilt, also nicht, dass sie aufteilen, beide kriegen 300.000 dafür,
sowie den Performance of the Night Bonus mit nach Hause. Der Kerl hat einfach 600.000 Bonus mit nach Hause genommen. Das kann man sich mal schmecken lassen. Danach tatsächlich hatte ich, glaube ich, einen geisteskranken Adrenalin-Dump. Ich muss einfach sagen, ich habe den Wei Li gegen Jan Chonan-Kampf nur so halb aufmerksam gesehen. Ich habe durchgehend auf meinen Bildschirm geschaut, aber es gab Momente, in denen ich so 30 Sekunden so in Trance versunken bin und so gemerkt habe, du guckst nicht richtig hin, was passiert hier so. Natürlich habe ich trotzdem Szenen im Kopf, die verrückt waren. Zhang Weili beendet Runde 1 mit einem Rear Naked Choke, in dem Jan Chonan mit dem Rundenende wegpennt. Man muss sagen, lege ich ihn nicht bösartig aus, aber das vielleicht kann man zu Oliveira noch sagen. Der Upkick als Oliveira-Fan war ekelhaft. War glücklich, dass Oliveira in Runde 1 keinen Punktabzug bekommen hat. Weili jedenfalls würde ich da nicht irgendwie Bösartigkeit unterstellen, aber sie hält auch nochmal 2 Sekunden oder zumindest mal eine länger fest an diesem Rear Naked Choke, und so eine Sekunde kann viel ausmachen, wenn es darum geht, wie viel Blut kommt noch in dein Gehirn, pennst du weg oder pennst du nicht weg. Jan Chonan jedenfalls schläft mit dem runden Ende von Runde 1 ein, wird danach hochgeholt, steht super wackelig da. Im englischen Kommentar hieß es, die hat Riechsalz unter die Nase bekommen. Der Dialog soll wohl mit dem Ringarzt gewesen oder mit dem Cutman gewesen sein. Ich kann ihn zurückholen, soll ich? Und, ja klar, und dann hatte der wohl Riechsalz unter die Nase gehalten. Ganz wild, da wurde sich auch kurz drüber unterhalten, ob man das überhaupt darf. Aber ich denke mal, wenn das auf der Bühne passiert, dann darf man das. Jan Chonan jedenfalls ist schnell danach wieder da. Ich glaube, es war Runde 2 jedoch, oder war es Runde 2? Auf jeden Fall gab es da noch eine Szene, in der sie übertrieben lange mit Ground and Pound bearbeitet wird. Ich glaube, es war Runde 2, in der Wei Li auch da super nah ins Finish kommt und ich extrem überrascht war, wie lange der Referee sich das hat angeschaut hat, ja, das laufen ließ. Also Wei Li poundet da wirklich auf Jan Chonan ein ohne Ende, und es kommt keine intelligente Verteidigung, wirklich so eine Minute lang oder so. Hat mich extrem überrascht, dass Jan Chonan in dieser Runde gehalten wurde. Ich habe ein bisschen ekligen Kommentar gelesen, aber ich fühle irgendwie, dass Wei Li diesen Kampf einfach per Submission, per TKO und per Decision gewonnen hat. Aber ey, es ist echt so. Runde 1 gefühlt war ein Submission-Sieg, also Technical Submission natürlich. Aber gut, sie pennt halt mit dem runden Gong ein, das noch eher nicht, aber ich wäre nicht überrascht gewesen. Ich hätte mich auch null beschwert, wenn, ich glaube, wie gesagt, Runde 2, egal, jedenfalls in dieser Szene, in der dieses viele Ground and Pound da auf Jan Chonan niederschlägt. Ich hätte mich nicht beschwert, wenn man da dazwischen gegangen wäre, aber Jan Chonan wird im Kampf gehalten. Sie beweist dann letztendlich auch, dass es gerechtfertigt war. Ich habe auch im Stream gesagt, man muss natürlich auch sagen, ey, das ist die Chance ihres Lebens, Championess werden und danach Performance of Pay-Per-View-Anteile zu bekommen, ist lebensverändert, vor allem natürlich, wenn man in einem Land lebt, das nicht zum Westen gehört. Also ein Dollar in China ist natürlich mehr wert als in den USA. Dementsprechend, die wäre mit dem Sieg, wäre die reich geworden, beziehungsweise mit der danach sicherlich folgenden Titelverteidigung wäre ihr Leben verändert worden. Von daher auch fair, dass man sie lange in dem Kampf lässt, aber eigentlich sollte es meiner Meinung nach kein Faktor sein für den Judge, dann deswegen den Kampf länger laufen lassen, aber ja, fair. Sie kämpft auf jeden Fall danach sehr tapfer weiter, holt Knockdowns gegen Wei Li, die tatsächlich auch eine relativ besorgniserregende Äußerung auf dem Postfight-Interview gibt. Sie sagt nämlich, I blacked out during the fight, I didn't know what I was doing. Also es gab Phasen, in denen sie weggetreten ist und nicht mehr richtig wusste, was sie tut. Ich denke mal, es ging durch diese Knockdowns einher. Also Jan Chonan setzt da selbst richtig starke Akzente, aber schafft es eben auch nicht, Wei Li aus diesem Kampf zu holen. Letztendlich war es, glaube ich, eine Runde, die Jan Chonan am Ende des Tages aber auch nur holt. Und man könnte sagen, Wei Li bestimmt den Kampf zu Beginn. Wir sehen ein kleines Comeback von Jan Chonan, aber dann auch wieder, wenn man so will, ein Comeback von Wei Li, oder naja, sie reißt es jedenfalls zurück an sich. Ja, wir sehen so ein bisschen so ein Hin und Her. Ach krass, jeder Judge sieht es auch so, vollkommen fair.
Runde 1 und 2 an Wei Li, Runde 3 an Yan Shannan und dann kommt eben Wei Li zurück. Mehr kann ich tatsächlich, wenn es um irgendwie technische Analysen geht oder um irgendwie Szenen, die ich hervorheben will, nicht sagen. Ich habe den Kampf, und es wird ihm nicht gerecht, ich habe den Kampf nicht aufmerksam genug gesehen. Und es lag nicht daran, dass der nicht delivered hat. Das musste ich auch im Stream mir selbst nochmal vor Augen führen. Das war ein Bomben-Titelkampf, denn ich wiederhole nochmal, wir sehen Szenen, die nah ans Finish kommen. Wir sehen ein Comeback von der bisher unterlegenen Kämpferin und danach reißt wieder eine Championess-dominanten Kampf zurück an sich. Also super viele Szenen, die im Strohgewicht der Frauen nah, ganz, ganz, ganz nah an den Finish bringen. Actiongeladener Kampf. Ich war einfach ein bisschen zu müde. Das ist der einzige Grund, warum ich den nicht so extrem gefesselt geschaut habe. Das ist sicherlich auch der Effekt, dass davor halt dieser BMF-Titelkampf stattfand. Das hat auch seine Einflüsse genommen. Ich erinnere mich daran, dass nach Gaethje gegen Chandler haben wir Shane Burgos gegen Billy Quarantillo gesehen. Wer von euch erinnert sich an den Kampf von Shane Burgos gegen Billy Quarantillo? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es viele Leute, also nicht so, ja, stimmt, da war mal was, sondern so, habt ihr noch Szenen von dem Kampf vor Augen? Erinnert euch noch so etwa, wie ihr den erlebt habt, wie gut er war, was da so passiert ist in diesem Kampf? Shane Burgos gegen Billy Quarantillo. 100%, ich erinnere mich nicht. Wird sicherlich gleich so ein bisschen umschwingen, aber das war ein Kampf, der fand direkt nach Michael Chandler gegen Justin Gaethje statt. Und das war ein brutal, brutal actiongeladener Kampf. Das war ein Banger. 15 Minuten Schlacht. Die haben sich ohne Ende vor den Kopf gedonnert. Aber dein Hirn war halt noch am Verarbeiten, was du da vorgesehen hast. Gaethje gegen Chandler war halt ein Massaker. Und im Kontrast zu diesem Kampf konnte der andere Kampf nur stinken. Aber es war ein krasser Kampf. Und ich glaube, diesen Effekt hatte ich hier auch so ein bisschen. Also ja, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich den Kampf, glaube ich, nicht so emotional involviert und nicht so aufmerksam geschaut habe. Eine Mischung da und zwischen diesem Faktor der Müdigkeit, sicherlich auch dem Chat, mit dem ich durchgehend interagiert habe, natürlich. Aber starke Performance von dem besten weiblichen Strohgewicht der Welt aktuell. Wei Li Zheng ist eine Macht. Wei Li Zheng übersteht diese Gegenwehr, diese Knockdowns. Kämpft in einem Kampf, in dem sie sagt, ich hatte Blackouts, tapfern durch und reißt das Ding an sich. Dies geht auch wenn man, also kann vielleicht an der Stelle, muss ich jetzt nicht nacherzählen, das soll ein emotional geladener Stream sein, kein irgendwie analytischer, vielleicht vor dem nächsten Titelverteidigen von ihr, fasse ich mal ein bisschen zusammen. Der hat auch eine krasse Lebensgeschichte auf jeden Fall. An der Stelle kann ich die UFC Chronicles Doku auf dem UFC Fightbase über sie empfehlen. Ganz interessante Einblicke, einfach wie ihr Leben, auch einfach nur optische Einblicke, wie die so lebt, wie so die Häuser aussehen, in denen die kursiert, was die so mit ihrem ersten Geld gemacht hat, dass der MMA-Sport so nach Hause gebracht hat. Also die opfert schon einiges auf sich, Kampfsport begleitet sie ihr Leben lang und ich finde vor allem, es zeigt sich, dass sie auch alles auf sich nimmt, durch diesen Wechsel zu Henry Cejudo. Denn ich glaube nicht, dass sie sich ausgesucht hat, wo in Amerika ist es am schönsten, sondern einfach nur, welches Gym passt stilistisch am allerbesten zu mir, was bringt mich am meisten weiter. Und sie hat das Richtige gewählt. Henry Cejudo, muss man einfach sagen, oder generell das Team ums Fight Ready. Ich weiß nicht, wer da noch alles arbeitet. Er ist der Head Coach, okay, aber sicherlich werden da viele an einem Strang ziehen. Aber die Jungs aus diesem Gym haben Wei Li Zheng nochmal so krass weitergebracht. Also wenn man sich vor allem einfach nur den ersten Joanna-Kampf und den zweiten Joanna-Kampf anschaut, da kämpft halt einfach eine gefährliche Kämpferin mit Kämpferherz für drei und Schlagkraft, gutem Striking etc. gegen eine runde, kalkulierte, vor Selbstbewusstsein strotzende MMA-Kämpferin. So. Also, und das war auch in diesem Kampf. Ne? Also die hat Schläge gelandet, die hat die gerungen, die hat wirklich eine starke Yan Shannan, die extrem gutes Momentum auf jeden Fall auf ihrer Seite hatte, letztendlich 4 Runden lang alt aussehen lassen, soweit ich mich erinnere. Vielleicht nochmal nachgeschoben. Kommen wir zum Main Event. Das Shirt ist schon an der Wäsche. Ich saß hier auf jeden Fall den ganzen Abend, wenn ich nicht in Hollywood Hoodie saß, im Alex Pereira Shirt. Vor einem Kampf
von einem Matchup, bei dem ich irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen war, wie hoch ich die Chancen von Jamal Hill einschätzen soll. Ich muss sagen, der Emilio hat mich auf jeden Fall ein bisschen verunsichert, dadurch, dass er meinte, aus der Rechtsauslage kämpfende Leute machen es bei der da häufig schwer. Jamal Hill ist eben ein Rechtsausleger. Dadurch habe ich mir erst Gedanken gemacht, dass der Weg zum Bein, also für die Calf-Kicks natürlich, die berüchtigten von Alex Pereira, ein relativ weiter ist. Oder dass er sie zumindest nicht so bringen kann, wie er es sonst tut. Natürlich wussten wir auch, dass Jamal Hill sich stilistisch auf den vorbereitet hat. Und vor allem hat mich auch mit der Zeit so ein bisschen verunsichert, wie selbstsicher Jamal Hill war, dass der Alex Pereira einfach auch selbst ausnocken kann und dass der im Stand mit ihm stehen können wird und dass er die Kraft haben wird, jemanden, der es ins Mittelgewicht geschafft hat, was er niemals tun würde, auszunocken. Er steht außerhalb des Cages, während Alex Pereira einläuft, will sich diesen Workout anschauen, deutet dem an, ich zerbreche deinen Bogen auf dem Bein, du brauchst mir hier nichts, da keine komischen Faxen von wegen Bogenschießen und so zu machen. Beeindruckt mich alles überhaupt nicht, hat ja wirklich viel gesprochen im Vorhinein, hat diesen Ilia Topuria-Move gebracht und in seine Instagram-Bio bereits reingeschrieben, dass er der Light Heavyweight Champion der UFC wäre, so als selbstbestimmende Prophezeiung. Und mit der Zeit hat er mir auch echt ein bisschen so einen Wurm in den Kopf gesetzt, dass der gute Chancen haben könnte. Aber man muss vielleicht auch an der Stelle sagen, Jamal Hill sah für mich gar nicht fit aus. Der hat eine richtige Plauze mit diesem Cage getragen. Natürlich wissen wir, der kam aus einer Verletzung zurück. Ich fand auch rückblickend, dass die Kampfankündigung dann so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ich glaube nicht, dass der schon so 110% bereit war. Inwieweit da die UFC Druck aufgebaut hat, weil sie halt wusste, okay, UFC 300, das ist eine Chance, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Wir brauchen auch langsam mal einen. Komm, Jamal, du kriegst irgendwie noch 50.000 mehr oder so. Weiß ich nicht. Weiß natürlich, soweit glaube ich, niemand aus der Öffentlichkeit. Aber am Ende des Tages hat der Kerl den Kampf angenommen, stand da im Cage und war von überzeugt, dass er gewinnen könnte. Und das Ergebnis war ein anderes. Also, was soll man da sonst sagen? Alex Pereira bekommt, glaube ich, nicht eine Hand ab. Und die erste, die connected, zumindest in meiner Wahrnehmung, der berüchtigte linke Haken bringt einen Knockdown. Bisschen Ground and Pound hinterher und Jamal Hill weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich habe es extrem gefeiert. Ich muss sagen, Jamal Hill ist jemand, den ich menschlich auch nicht so richtig abkann. Und für Pereira kann ich auf jeden Fall ganz gut routen, weil ich ihn sportlich einfach sehr, sehr spannend finde. In der Eindeutigkeit hätte ich es nicht erwartet. Ja, wir haben einen Klassenunterschied im Stand gesehen. Das kann man auch einfach nur sagen. Ob es jetzt, wenn die 10-mal kämpfen würden, immer den Gewinner geben würde, weiß ich nicht. Irgendwie sind diese Emotionen dann doch noch relativ präsent. Also diese vom Vorhinein, dass Jamal Hill vielleicht auch eine bessere Chance hätte, als wir ihm lange, glaube ich, alle zugetraut haben. Aber am Ende des Tages geht es nur darum, was jetzt bei UFC 300 an dem Tag, an dem sie tatsächlich in den Cage gestiegen sind, passiert ist. Und das war eben eine übertrieben eindeutige Performance. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass hier steht, das Finish kam nach 3 Minuten 14 erst. Ich habe in meiner Wahrnehmung so das Gefühl, das lief eine Minute lang. Aber okay, lange Abtastphase dann, keine harte Hand genommen. Pereira hat im Vorhinein lange darüber gesprochen, dass er vorhat, wenn er verletzungsfrei aus diesem Kampf rausgehen sollte, UFC 301 anzuführen. Das ist für mich so das Gesprächsthema schlechthin jetzt aktuell, was diesen Kampf noch betrifft. Ich weiß nicht, was ich da sonst stilistisch noch zu sagen soll, außer vernichtend, wirklich einfach nur vernichtend. Und ich habe einen Tweet gefunden, der wohl relativ berüchtigt dafür ist, oder das ist berüchtigt, der sich so ein bisschen zur Aufgabe macht. Ich habe noch nie von diesem Twitter-User gelesen, von daher mit Vorsicht genießen. Aber er sagt halt irgendwie hier schon, es gab eine Compilation davon, dass ich irgendwie vom Portugiesen ins Englische übersetze, wenn eben Kämpfer irgendwie Post-Fight-Interviews geben. Also ich habe mir den Thread jetzt hier nicht angeschaut, aber okay, er macht das irgendwie bei irgendeinem Charles-Interview, macht das hier nach einem Charles-Sieg gegen Kevin Lee. Also schon relativ lange, wenn man solche Threads macht, wird man vor allem Fight-Fan sein und ich gehe jetzt hoffentlich mal von aus, einfach Portugiesisch können. Und der Kerl meinte, dass das Post-Fight-Interview von Poatan so ein bisschen seltsam war und phasenweise nicht so richtig Sinn gemacht hat. Also wir haben ja die Übersetzung natürlich dann ins Englische gesehen, aber ich gehe jetzt mal von aus, keiner von uns spricht Portugiesisch.
Er sagt halt, dass er natürlich in Brasilien kämpfen will. Also er sagt hier, der Fokus war immer, den Titel natürlich zu verteidigen, komplett egal wen, gegen wen. Ich habe immer schon gesagt, ich wollte in Brasilien kämpfen, wenn alles gut läuft und Mann, es lief alles perfekt, genauso wie ich es geplant habe. Ohne Verletzungen ging ich hier raus. Deswegen will ich in Brasilien kämpfen. Ich weiß, es ist auf jeden Fall sehr short notice, jetzt hier bereits in den nächsten Kampf zu gehen. Lasst uns sehen, was passiert. Ich habe immer gesagt, dass ich genau das will, also in Brasilien kämpfen. Ich weiß aber, dass ich eine Promotion brauche für eine Titelverteidigung, also ist mir egal, lasst mich einen Kampf im Schwergewicht machen. Also er sagt, um eine weitere Titelverteidigung im Light Heavyweight zu haben, bräuchte es eine Promophase, aber um einen Short-Notice-Kampf im Schwergewicht zu machen, nicht. Eine Logik, der ich nicht so ganz folgen kann, aber okay, das waren wohl seine Worte. Und dann sagt dieser Twitter-User, ab dann ist das, was er jetzt sagt, so ein bisschen verwirrend. Und die Übersetzung macht eigentlich auch nicht so richtig Sinn. Ich glaube, er meint, ich habe das immer gewollt, also ein Schwergewichtskampf, aber die Art, wie er es sagt, sagt dieser Twitter-User, wirkt, als ob er eher den Kampf in Brasilien meint. Und der Part über die Promotion macht für ihn nicht so richtig Sinn. Also ich habe jetzt gerade gesagt, wie ich das so wiedergegeben habe. Ich glaube, er sagt, er braucht Promo für eine Titelverteidigung im Light Heavyweight. Aber man kann sich wohl auch vorstellen, dass er meint, okay, es braucht Promo für einen Schwergewichtskampf von mir. Denn auf dem Post-Fight-Interview nennt er dann die Namen Ankalaev, würde er sich eigentlich wünschen. Ein Jiri-Rematch fühlt er eigentlich nicht, aber wenn die UFC das will, würde er auch das machen. Er spricht plötzlich nicht mehr darüber, gegen welches Schwergewicht er denn kämpfen will. Deswegen ist das irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Und ja, dieser Twitter-User sagt dann irgendwie auch, dass der Interviewer halt auch so ein bisschen verwirrt wirkte. Aber ja, keine Ahnung. Er hatte halt erwähnt, dass er den Titel verteidigen will, aber auch im Schwergewicht kämpfen will, was ja zwei unterschiedliche Sachen sind. Er hält halt einen Titel im Light Heavyweight. Deswegen, keine Ahnung, wie weit wir dann die englische Übersetzung wörtlich nehmen sollten. Es scheint halt irgendwie so ein bisschen grammatikalisch keinen Sinn gemacht zu haben, was der kurz nach dieser Performance so gesagt hat. Aber letztendlich ist mir egal, gegen wen. Ich will irgendwann einen Kampf im Schwergewicht machen. Was natürlich eine große Ansage ist, dass der bisschen verwirrte Blick vom Übersetzenden. Aber letztendlich wurden natürlich die ins Englische übersetzte Worte so von der Öffentlichkeit aufgegriffen und ein Schwergewicht, das dann einfach nur ein Bild postete. Und zwar genau dieses war Tom Espinel. Ich kann gerne an der Stelle nochmal ein bisschen zoomen. Ah, das geht nicht, das passt sich immer an. Naja, ihr seht das Bild, Tom Espinel, wie er Alex Pereira anstarrt. Und das wird natürlich genauso, es gibt keine Caption oder so dazu, aber das soll natürlich aufgeschnappt worden sein. Ihr seht auch die Zeit vor 11 Stunden, passt genau auf genau dieses Post-Fight-Interview. Tom Espinel quasi mit der Ansage, ich hab Bock drauf, lass uns das machen. Und ich bin mir sicher, Tom Espinel hat auch nicht überhört, wann der denn kämpfen will. Also, was jetzt gerade so ein bisschen im Raum steht, ist ein Kampf zwischen Alex Pereira und Tom Espinel in Brasilien. Auch wenn Dana White sagt, dass er das mit diesem Heavyweight, mit dieser Heavyweight-Überlegung nicht so richtig fühlt. Er sagt, er ist sich nicht sicher, ob Poatan das machen sollte. Schwergewicht sei eine ganz andere Hausnummer als Light Heavyweight. Und wie gesagt, Poatan spricht dann auch nicht davon, ich will unbedingt irgendwie Espinel oder Cyril Gane oder so kämpfen, sondern er spricht darüber, dass er Ankalaev eigentlich als perfekten Gegner als nächstes im Light Heavyweight ansieht. Oder halt das Jiri-Rematch will. Ich bin mir sicher, es wird sehr davon abhängen, wen man überzeugen kann. Aber ich bin mir auch recht sicher, die UFC hat Bock auf diesen Short-Notice-Turnaround. Denn Hand aufs Herz, Pantoja gegen Steve Urshak ist kein Main-Event, das irgendwen von uns so richtig geil macht. Und es ist halt der einzig richtig gute Kampf auf der Karte. Ja, ihr könnt jetzt nochmal sagen, Jose Aldo kämpft erneut, aber der kommt auch nur zurück, weil es halt noch irgendeinen Namen braucht, der die Rio-Crowd krass anstachelt. Natürlich King of Rio in Rio wird riesig so, aber wo ist der sportliche Sinn, wo ist der Wert irgendwie dieses Kampfes so richtig? Der sportliche, der ist nicht so ganz da. Das ist halt einfach nur der Name, der da zieht. Und ein weiterer großer Titelkampf auf dieser Karte wäre halt krass. Deswegen glaube ich schon, dass die UFC da Bock drauf hat. Die Frage ist halt jetzt, wie Poatan tatsächlich gegen den Tom Espinel aussehen würde. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, wirklich. Also das ist halt ein kranker Größenunterschied.
Tom Aspinall ist ein stabiles Schwergewicht und Poatan ist jemand, der es auf Krampf, aber er es geschafft hat, ins Mittelgewicht runterzugehen. Ich glaube, heutzutage könnte er das nicht mehr so richtig, aber Aspinall wird so viel größer aussehen und Aspinall ist halt ein Ausnahme-Grappler. Da ist so ein bisschen die Frage, wie er diesen Kampf angehen würde, aber ich glaube, Aspinall ist jemand, der da nicht viel anbrennen lassen würde. Ich glaube nicht, dass er den Rakic machen würde und da mit einem kranken Striker stehen würde. Ich glaube, der würde sich den packen oder der Versuch wäre, ihn zu packen, zu Boden zu holen und da zu zermürben. Und ich glaube, das würde Pereira gar nicht gut stehen, dieses Matchup. Die Frage ist so ein bisschen, wie er gegen andere Schwergewichte aussehen könnte. Da habe ich auch so das ein oder andere Szenario in meinem Kopf mal durchgespielt. Also, keine Ahnung, so ein Kampf gegen... Ey, keine Ahnung, Cyril Gane oder so, der ist halt ein reiner Striker, der kann halt wirklich nicht viel im Grappling. Wäre schon deutlich spannender. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele von euch jetzt sagen würden, ja, den packt er, weil wir gerade diese Erinnerung haben, wie Pereira Jamal Hill mit einem Haken ausknockt und der ist doch so ein Ausnahmestriker, Double Champ bei Glory. Cyril Gane hat in der Vergangenheit nicht so überzeugt, war jetzt nie der Knockouter, aber auch da wird ein so kranker Größenunterschied herrschen. Also ich bin mir nicht mehr sicher, dass er gegen jemanden wie Cyril Gane gewinnen könnte. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen bei Dana White, aber ich würde mich halt schon auch liebend gerne eines Besseren belehren lassen, das muss ich sagen. Also ich will mit den Worten nicht sagen, dass ich nicht geil drauf wäre, einen Poatan-Kampf im Schwergewicht zu sehen. Aber ich habe häufig aufgeschnappt, dass Leute meinten, wenn es einer schaffen könnte, Triple Champ zu werden, dann Pereira. Ich habe meine Bedenken. Können wir gerne auch mal in einer Umfrage zusammenfassen. Ja, keine Ahnung, alles in allem, ich lese nochmal gerade ein bisschen eure Nachrichten, Alex hat Power für 2, definitiv, sensationell wie Poatan ganz in Ruhe Herb wegschiebt, ohne ihm anzuschauen, genau, und dann seine linke auspacken, wegen diesem Tieftritt, ja, das war echt wild, geh mal zur Seite, ich will ihn ausnocken, der linke Haken kam aus der Rechtsauslage, nee, der ist ja häufig der Lead-Hook, mit dem er schlägt, mit dem er so vernichtend ist. Fühle es auch nicht im Heavyweight, wenn man 5 bis 7 Light-Heavyweight-Kämpfe gemacht hat, beziehungsweise Titelverteidigung, ist doch logisch. Aber so direkt vom Mittelgewicht zum Light-Heavyweight zu Heavyweight fühle ich nicht. Verstehe ich, aber das sind halt die Stories, die die UFC gerne schreiben will. Wenn das gut geht, dann hat man halt den ersten Triple Champ, Pereira, was wäre das für ein krankes Marketing? Ein Gürtel links, ein Gürtel rechts, einer um die Hüfte. Sowas reizt halt. Und die UFC denkt nicht an übermorgen, die denkt nur an morgen oder an heute. Und im Heute könnte es eine riesige Story werden. Ja, von daher verstehe ich, also da haben wir auch schon in diesem Podcast oder auf diesem Channel so oft drüber gesprochen, dass die UFC sich zwar als faire Sportorganisation, in der alles ganz kalkuliert und fair abläuft, inszeniert, aber unterm Strich werden da doch so viele Gefallen getan. Wir sehen einen Masvidal im Titelkampf gegen Usman. Wir können die gleiche Story mit dem viel zu frühen Double-Champ-Shot über Conor McGregor sagen. Über sicherlich viele andere auch. Also wir sehen einen Belal Muhammad, der immer noch nicht seinen Title-Shot bekommt, obwohl er ihn seit 2 Kämpfen bereits verdient hat. Darum geht es in der UFC leider nicht so. Trotzdem kannst du natürlich deine Meinung haben. Ich meine es nicht so nach der Nummer dumm, was du schreibst. Ich bin bei dir. Aber ja, so ticken die Uhren der UFC nicht. Lass uns nochmal so ein bisschen auf die Pressekonferenz eingehen, was Dana White noch so gesagt hat. Er meinte noch, dass Poatan sich vor 2 Wochen einen Zeh gebrochen hat. Kann krass sein, auf jeden Fall. Schockiert mich aber jetzt auch nicht so. Und auch wenn ich vermutlich nicht mit einem Zeh kämpfen wollen würde, mit einem gebrochenen natürlich, mit Zehen würde ich ganz gerne kämpfen, aber mit einem gebrochenen würde ich nicht gerne kämpfen. Wenn man sich MMA auf der Weltspitze anschaut, da hört man so viel verrücktere Geschichten, das ist tatsächlich sowas, es geht in ein Ohr rein und in ein Ohr raus. Trotzdem, okay, krass, kann ich hier nochmal wiedergeben. Was Dana, wie gesagt, auch noch meinte, dass er, wie schon erwähnt, um Figueiredo, Moicano und Keller Harrison kümmert, dass er das Amanda Nunes das Interesse von ihr sehr, sehr geil findet. Ich weiß noch, wie ich in
in der Vorschau auf das Jahr bei den Hot Takes einfach mal rausgehauen habe. Ich sag mal, irgendein Pay-Per-View dieses Jahr wird krasser performen als UFC 300. Damals waren wir mitten in diesem, ja, in diesem Hin und Her und in dem klar wurde, wie viele Matchups wegbrechen, nicht denkbar sind, wie viele Leute verletzt sind. Und es hatte so den Anschein, dass es vielleicht gar nicht so krank wird. Ich dachte auch, so ein Kampf wie Gaethje Holloway wird einfach ein Einbahnstraßending. Holloway kriegt vor den Kopf und danach denkt man sich, ja, eindeutiges Ding, schade eigentlich. Es war damals auch die Rede so ein bisschen von Nate Diaz gegen Poirier, wurde gemutmaßt. Da dachte ich auch, voll eindeutiges Ding, Schlachtung für Nate. Aber diese Worte, weiß ich jetzt schon, fliegen mir um die Ohren. Das war eine geisteskranke Karte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch im Stream. Ein letztes Mal. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Natürlich auch fürs Einschalten jetzt in diesen Recap. Sei es heute Abend, Sonntagabend live oder im Laufe der Woche. Ja, Montagabend habt ihr das schon online. Ich glaube, die Woche atme ich mal durch. Ich glaube, das wird auch das einzige Video sein, das ja die Woche passieren wird, die Woche kommen wird. Danach gucken wir mal, wie wir zurückkommen, was sonst noch so ja, auf uns wartet oder ich auf diesem Kanal so bringen kann. Vorerst ist mein MMA-Hunger richtig, richtig gesättigt. Ich bin zufrieden und kann gut abschalten. UFC 300 war eine 11 von 10 Veranstaltung, auf das wir noch weitere derart gute Performances auf der UFC, sage ich jetzt mal, sehen. Ich wollte eigentlich Events sehen. Krank, wirklich. Ich muss da noch 2-3 Nächte drüber schlafen. Und am Sonntag, also heute in einer Woche, 18 Uhr dann wieder, habe ich sicherlich wieder Bock, über MMA zu reden. Rio wird auch groß. Ich bin zuversichtlich, dass wir Poatanen in Brasilien sehen. Das heißt, gegebenenfalls geht's ähnlich geil zumindest weiter. Nicht in der Breite, aber was die Peaks angeht, warten dieses Jahr auf jeden Fall noch weitere kranke Kämpfe auf uns. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass nach 300 so ein Tief kommen wird, weil ich mir dachte, ja, die UFC wird halt alles verbrennen, was sie gerade hat. Aber wenn wirklich Poatan in Rio zurückkommt, wir danach schon Islam sehen, danach Conor sehen, dann geht's geisteskrank weiter. Wir können die UFC viel haten. Ich bin selbst einer, der regelmäßig Kritik äußert. Wir können, ja, keine Ahnung, nochmal drüber reden, wie interessant auch One-Karten sind und wie schön der deutsche Markt inzwischen ist. Aber solche Nächte wie die vergangene machen irgendwie echt nochmal klar, warum wir alle UFC-Fans sind. Danke fürs Einschalten. Habt eine schöne Woche. Lasst gerne nochmal ein Like und ein Abo da, falls ihr das nicht getan habt. Bis spätestens, wie gesagt, Sonntag in einer Woche. Ciao.